Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 414. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Marvin. Gute. Der Herr Basti. Gute und Grüße noch dazu. Der Duke. Ja, servus, hallo. Und Frau Alex. Mosche. Ja, heute mal wieder in alter Stammbesetzung oder älterer Stammbesetzung, sagen wir es doch mal so. Eintracht Podcast Vintage. Vintage, genau. Ja, ohne Scheiß. Da gibt's auch, habt ihr mich gerade alt genannt oder was? ja, haben wir. Da musst du jetzt aber durch. Genau, das ist quasi so ein bisschen die Retro-Variante. Wir werden auch heute, glaube ich, wieder mal so ein bisschen über den dusseligen Kellner sprechen müssen. Zumindest dann, wenn wir über dieses Bremen-Spiel sprechen. Wir reden auch wieder über Retro-Fußball. Wir reden auch wieder über Retro-Fußball, genau, so ein bisschen. Erstmal sprechen wir über Housekeeping. Der Monat Oktober ist rum und war der zweitstärkste Monat, was den Support von euch da draußen bei uns angeht. Von daher ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle da draußen, die uns im vergangenen Monat hier finanziell unterstützt haben. Und das führt tatsächlich dazu, dass wir uns dann auch in der zweiten Jahreshälfte und gerade in dieser Corona-Situation wahrscheinlich auch nicht so ungelegen ein bisschen was für uns wieder rausnehmen können aus der Kasse, was dem einen oder anderen, glaube ich, ganz gut hilft. Das ist nur möglich dank eurer Unterstützung da draußen. Von daher vielen, vielen Dank dafür. Ihr seid super. So. Mega. Das muss für den Anfang gesagt werden. Sehr gut, ja. Dankeschön. Und wir hatten gerade eben Corona schon angesprochen, wir sind in dieser nächsten, ja, wir nennen es jetzt einfach Lockdown-Variante, egal was Leute da draußen sagen, wie, was oder wo. Wie geht's euch denn aktuell so? Ja. Basti, merkt man schon an, du leidest da richtig drunter gerade, ne? Ja, was heißt leiden? Ich will es auch nicht übertreiben, aber es ist halt nervig, so dass du einfach, ja, jetzt ist halt so eine Woche, wo 70% der Dinge, die man sonst so tut, einfach wegfallen. Wenn man sich dann anderweitig beschäftigen muss, ich wohne ja hier im Nordend, da muss ich auch noch draußen ständig eine Maske anziehen. Das heißt, ich überlege mir mittlerweile dreimal, ob ich rausgehe. Kann ich verstehen, ne? Und es ist erst der zweite Tag, also schauen wir mal. Frag mich nächste Woche nochmal, ich weiß nicht. Ja, frag mich auch nächste Woche nochmal. Jetzt habe ich das Gefühl, dass es auch besser ist, weil ich mich eh gerade so ein bisschen kränkelt fühle, erstmal zu Hause zu bleiben. Also insofern, naja, aber es nervt auch. Aber die ganze Welt nervt. Also insofern, wir haben heute Nacht die Wahlen in den USA, da hoffen wir auf Positives. Und gleichzeitig droht Schlimmes. Also insofern ist das alles ein bisschen schwierig. Wir haben jetzt Wien gestern gesehen, da merken wir auch, was die sozialen Medien auch mit uns machen. Halt natürlich auch so eine Berichterstattung, so eine Dauerberichterstattung, wo es im Endeffekt darum geht, was viel schlimmer ist als scheiß Corona. Ne? Also zumindest jetzt aus einer sehr objektivierten Form. Natürlich subjektiv ist, mag das alles anders zu bewerten sein, aber wenn du dann siehst, halt, was in Wien dann wieder passiert ist, wo du denkst, ach du Scheiße, und drückst allen die Daumen, Passi und ich waren vor einem Jahr, von pretty much einem Jahr erst in Wien, und da hatten wir eine richtig sehr, 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 also eine richtig coole Zeit, denkt man dann auch daran zurück. Also insofern ist alles nicht so richtig gut momentan. Ich hoffe, dass dieses komische Jahr, auch wenn das Jahr an sich ja dafür nichts kann, was es auch teilweise Menschen für einen Scheiß machen, aber ich hoffe, dass es vorbeigeht, und wenn es vorbeigeht, dass es dann irgendwann einen positiven Start ins nächste Jahr gibt, ne? Ja, ist irgendwie schon sehr viel, was da gerade so auf einen einprasselt, das stimmt schon, ja. Ja, René, wie du schon auch im Vorlauf gesagt hast, halt einfach wieder alles nervig. Es ist immer mehr, man hat das Gefühl, zumindest geht es mir so, auch die Ansteckungsreihen kommen schon irgendwie ein bisschen näher im Moment, also toi, noch verschont, und auch der ganz enge Bekanntenkreis und so weiter jetzt noch nicht so krass betroffen, aber ja, es nervt schon tierisch, und deshalb auch wie so oft der Aufruf, bitte haltet euch an die Regeln, guckt, dass ihr ein bisschen Abstand haltet, schaut, dass ihr die Sachen versucht, so weit zu meiden, wie es geht. Basti, ich kann dich und Marvin, wie du es ja auch schon gesagt hast, sehr super verstehen. Das nervt einfach. Man ist es sowas von leid, auch mit natürlich Maske tragen, muss halt sein in manchen Situationen. Aber es ist einfach, die Lebensfreude geht ein bisschen verloren, muss man tatsächlich an vielen Sachen sagen, durchbeißen und hoffen, dass es, Marvin, das finde ich auch ein schönes Motto, im nächsten Jahr dann wirklich besser wird und dieses ätzende Jahr dann einfach irgendwann abgeschlossen werden kann. Oh, wird es auf jeden Fall. Aber du hast ja schon von mangelnder Lebensfreude gesprochen. Hätte man jetzt auch meinen können, man spricht über die Frankfurter Eintracht. Ja, ja. Guter Übergang, Mann. Hervorragende Überleitung. Die nehmen wir doch mal.
Am vergangenen Wochenende die Eintracht. Will keiner wissen, wie es der Alex geht, oder? Lass mal. Oh je, oh je. Ja, gut, sorry. Nee, das wäre gutes Thema gewesen. Der Dennis, der hatte voll den guten Abschluss gehabt. Weiter geht's mit Fußball. Vielleicht kommen wir nachher nochmal auf die Gefühlslage von Frau Alex zu sprechen. Spätestens bei dem Bremen-Spiel mit Sicherheit. Ich wollte hier niemanden kurz halten. Also wenn die Alex da gerne noch ein paar Ausführungen tätigen will, das wollte ich jetzt nicht. Es lag nur auf der Straße. Ja. Ja, also wenn wir die Alex jetzt so unter Druck setzen, dann musst du da jetzt auch noch zwei Sätze zu sagen. Was hast du jetzt davon? Ich wäre heute aus Sansibar zurückgekommen. So viel zu dem Thema, wie meine Stimmungslage ist. 14 Tage Safari und Strandurlaub hätte ich gehabt. Ja, nee, Spaß beiseite. Also froh, dass du da bist, ja. Ja. Ich find's tatsächlich, also ich find's gerade echt nicht so schlimm. Wer weiß denn, woran das liegt? Es liegt vielleicht daran, dass das Wetter diesmal kacke ist. So im ersten Lockdown fand ich es halt mega kacke, weil draußen die Sonne geschienen hat und ich das Gefühl hatte, nichts machen zu können. Aber gerade ist halt eh alles so trist und ja, passt so ein bisschen in die Gesamtsituation. Also noch bin ich noch nicht genervt. Mal abwarten, wie es in den nächsten Wochen geht. René, du hast auch noch nichts dazu gesagt, oder? Habe ich es nur einfach nicht mitbekommen. Ich gehöre ja zu den Menschen, die ja sowieso sehr viel von zu Hause arbeiten und jetzt auch, ja, der soziale Kontakt fehlt. Es ist aber jetzt aber nicht so, dass es mich jetzt so sehr groß belastet. Was mich halt wirklich einfach gnadenlos nervt, ist, dass ich meine Eltern halt irgendwie seit Februar, ich glaube, 3 Stunden gesehen habe. Weil sie halt beide vorbelastet sind und man da halt versucht, irgendwie sehr viel Abstand zu halten. Und das ist halt eher so der Punkt, der halt immer mehr irgendwann drückt. So sämtliche Geburtstage, die halt in der Zwischenzeit waren, so ohne irgendwas. Jetzt kommen die nächsten Geburtstage im November von Neffe und Nichte und so. Das ist halt das, was so ein bisschen nervt. Aber so im Arbeits- oder im Lebensalltag ansonsten halte ich es noch tatsächlich aus. So ein bisschen jedenfalls. Mal gucken. Ja. Solange Fußball noch läuft, das ist tatsächlich so der einzige Punkt. Da können wir gleich über Bremen sprechen. Auch da muss man ja dazu sagen, Dennis, du hast gesagt, die Einschläge kommen näher. Auch da würde ich jetzt mal behaupten, kommen die Einschläge näher. Nicht nur, was jetzt irgendwie positive Spieler angeht, sondern ja auch diese Thematik mit wie lange kann tatsächlich dieser Betrieb Bundesliga noch aufrechterhalten werden? Es gab ja vorhin nochmal den, ich glaube, war es beim Spiegel oder beim Stern, irgendwo hatte ich es gelesen, dass jetzt das erste Mal tatsächlich auch diese Testkapazitäten in Deutschland ausgeschöpft sind. Und es gab ja diese, es wurde natürlich in dem Moment dann auch direkt hervorgezogen. Bei der ersten Pressekonferenz der DFL zu dem Hygienekonzept war ja so diese Aussage, sobald irgendwie Testkapazitäten erreicht sind, wird natürlich die Bundesliga nicht drauf bestehen, hier Tests irgendwie durchzuführen und wird das irgendwie zur Verfügung stellen oder irgendwas. Da merkst du halt auch, da kommen jetzt die Einschläge halt dann auch einfach näher. Ja. Okay. Das ist halt dann auch die Frage, in wie lange der Betrieb DFL da noch gemacht werden kann und ob es da nicht dann doch auch irgendwann wieder Spielpausen gibt. Ja. Gute Frage tatsächlich. Ich hoffe, also ehrlich gesagt, bin ich recht optimistisch, dass das jetzt auch noch so klappt. Also so gefühlt, wenn alle Maßnahmen jetzt im Laufe der Zeit jetzt greifen, sofern die das überhaupt greifen, wissen wir halt alles nicht, aber wenn sie greifen, dann geht es vielleicht wieder ein bisschen runter und dann haben wir den Peak vielleicht in ein, zwei Wochen und dann geht es wieder ein bisschen besser und dann wird es auch kein Problem sein. Ich gehe wirklich fest davon aus, dass die Bundesliga weiterläuft. Wie gesagt, ohne Fans, das ist ja ein Thema, auch schon Thema für sich gewesen, was unter anderem der Basti ja jetzt auch im Heimspiel mal diskutiert hatte, ja, was ja auch durchaus relevant ist. Und es gab ja auch viele Widersprüche innerhalb der Bundesliga, wo auch Hellmann gesagt hat, naja, also dass das jetzt ohne Fans stattfindet, da hat er seine Probleme mit, fand, kann ich aus seinem Standpunkt ja auch vollkommen nachvollziehen. Das hatten wir auch mal schon mal kurz thematisiert. Also insofern, ich glaube aber, dass die Bundesliga trotzdem komme, was will, weiter veranstaltet. Und wenn wir den Peak dann eben vielleicht in 2 Wochen irgendwie wieder runtergedrückt haben, dann ist es auch gar kein Thema mehr. Und dann werden wir den ganzen November, vielleicht Anfang Dezember wieder auch die Bundesliga haben, vielleicht komplett ohne Fans. Müssen wir sehen, wie es dann halt läuft.
Aber so ein bisschen Nebengeräusche schaden dann trotzdem nicht. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt drin, den du gerade erwähnt hast. Bis dieser Peak tatsächlich kommt, das dauert ja noch ein bisschen. Also all diese Maßnahmen, die jetzt seit Montag tatsächlich ja aktiv geworden sind, das dauert ja ihre 10 bis 14 Tage, bis da tatsächlich die Auswirkungen von irgendwie dann zu sehen sein werden. Also das wird jetzt noch eine ganze Zeit lang dauern, bis man das wirklich seriös beurteilen kann. Ja. Das ist und hoffentlich passiert überhaupt, ne? Weil wie gesagt, du hast zwei unterschiedliche Beispiele. Du hast das Beispiel in Belgien, wo relativ wenig passiert ist, nachdem der Lockdown wieder initiiert wurde, in welcher Form auch immer, ne? Über die Feinheiten, ob ich jetzt Lockdown light, Shutdown light, dies, das, dann tauscht euch in den Kommentaren dazu aus, ist mir jetzt auch ruft doch nicht dazu auf. Ja. Ja. Schreibt euch gegenseitig Privatnachrichten, lasst uns aber bitte raus. Genau. Also ich meine, ey, ohne Scheiß, ne, wie auch immer, dann sollte die Leute, keine Ahnung, wenn das einzige Problem ist, was wir auch Spitzfindigkeiten haben, dann ist es in Ordnung. Aber andererseits hast du in Israel gesehen, als es auch mit ein bisschen strikter extrem gut funktioniert hat wieder. Also insofern hoffen wir, dass es dann eher wie in Israel ist. Ich habe jetzt die letzten Tage, also ich war gestern mal kurz einkaufen, da habe ich eigentlich echt auf der Straße kaum Leute gesehen. Also insofern vielleicht funktioniert's. Wollen wir es hoffen. So, jetzt lass uns aber über Bremen sprechen, über vielleicht Erfreuliches. Ach nee, doch nicht. Die Eintracht durfte am Wochenende, genauer gesagt an Halloween, ran gegen Werder Bremen und mal mindestens in der ersten Halbzeit war das ein sehr gruseliges Spiel, passend zu dem Tag. Am Ende 1:1. Für euch klar zu wenig oder sagt ihr, okay, gemessen an dem gesamten Spielverlauf ist es angemessen? Alex? Nee, auf jeden Fall klar zu wenig. Also egal, wie der Spielverlauf war. Ich meine, der Spielverlauf war ja teilweise auch zu wenig. Also gegen Bremen muss ein ganz klarer Sieg her. Man hat auch in der zweiten Halbzeit gesehen, dass sobald wir ein bisschen Fahrt aufnehmen, macht Bremen einfach auch gar nichts mehr. Ne? Also da waren ja tatsächlich auch die Möglichkeiten da gewesen. Die waren nur leichtfertig hergeschenkt. Und das ist halt was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Die Chance ist einfach da, um oben auch ein bisschen dran zu bleiben. Und dann verkackst du es halt in so wichtigen Momenten auf so eine billige, einfache Art und Weise. Ja, ich finde auch, was du sagst, ist genau das. Wenn die Eintracht unter anderen Umständen 9. oder 10. wäre, könnte ich damit viel besser leben als so. Du hast das Gefühl, wenn du die Mannschaften um uns herum anschaust, das sind jetzt auch keine Kracher so. Und du hast halt auch Mannschaften gehabt, die jetzt nicht in den besten Zuständen unsere Gegner waren. Also Köln war in der Krise, Bremen ist sowieso, Bremen ist wirklich eine einzige Krise sowieso. Und Bielefeld hat sich jetzt auch herausgestellt, dass die nicht das halten konnten. Also du hättest eigentlich alle drei Spiele locker gewinnen können, wenn du da Bock drauf gehabt hättest. Das fehlt mir so ein bisschen. So, ich habe nicht das Gefühl, dass die Eintracht die Lage gerade erkennt, so zu denken, okay, guck mal, klar sind wir wahrscheinlich vom Finanziellen her eine Mannschaft, die froh sein kann, wenn sie einen einstelligen Tabellenplatz erreicht, was wir auch immer sagen. Aber momentan, das ist ja auch eine kleine Momentaufnahme trotzdem, es kann sich auch alles wieder ein bisschen relativieren, aber momentan habe ich das Gefühl, die Eintracht müsste nicht 9. sein, sondern die Eintracht könnte auch locker 3., 4. sein, weil der Spielplan eigentlich auch so soft war. Ich meine, Marvin hat es in den letzten Fußball 2000 gesagt, die Knackerspiele kommen jetzt so. Du kannst gegen Dortmund keine Punkte eingeplant, gegen Leipzig nicht so. Da können wir uns dann auch nicht aufregen, wenn die Eintracht dann nicht gewinnt. Deswegen wäre es gut gewesen, man hätte sich jetzt ein bisschen Polster in den sowieso meist grauen Herbst irgendwie angefressen. So. Das ist ein bisschen unglücklich, finde ich, dass die Eintracht diese Chancen gegen diese drei limitierten Teams nicht genutzt hat. Und es ist halt auch nervig, weil es halt auch wieder eine Thematik ist, die wir ja seit längerem auch schon bemängeln, dass gegen Gegner, wo wir sehr offensichtlich das Spiel machen müssen, uns eben dazu nichts einfällt. Und das ist ja auch nicht ein Thema, was wir jetzt erst in diesem Spiel haben und seit dieser Saison haben. Das Thema hatten wir in der letzten Saison schon. Und wenn ich mich recht erinnere, war das auch ein Thema, was wir in der Saison davor schon angesprochen haben. Und es wird halt trotzdem nicht besser. Ja, weil die zentrale Kreativabteilung bei uns Stefan Ilsanker ist. Da machst du genau das Thema so ein bisschen auf, was jetzt irgendwie ja in den letzten Tagen hoch und runter gekocht wird. Ist Ilsanker wirklich das einzige Problem an der Stelle? Nein. Und das Problem, was wir da jetzt benennen müssen?
Glaube ich tatsächlich nicht, weil du merkst, dass, und das finde ich auch an dem Bremen-Spiel, hast du das gesehen, klar, dann war auch Ilsanke raus in der zweiten Halbzeit und Chor kam und dann lief es ja auch ein bisschen besser, aber für mich waren eher Schlüsselspiele oder das, was eigentlich der Eintracht fehlt, und das muss ich sagen, Basti, hast du genau richtig gesagt, das Wollen, der Biss, der hat gefehlt oder der fehlt oft über eine lange Zeit des Spiels. Dann kam jemand rein wie ein Barkok und das war ja auch, glaube ich, war es kurz vor dem Tor nicht auch, wo er dann den Ball erobert? Dann auf der rechten Seite den Ball und flankt ihn dann rein. Kamada, glaube ich, zieht ihn dann rein. Ne? Genau, und Silva spielt ihn dann am Ende ins Tor. Aber wie gesagt, das ist wirklich, das ist für mich was, das fehlt mir einfach. Dieses, ich will hier gewinnen gegen gerade diese limitierten Teams, wo du dich die Eintracht tut sich da schwer mit dem selbst das Spielmann, das unterschreibe ich auch. Und Ilsanke ist da garantiert auch nicht förderlich, um jetzt hier einen mega geilen Spielaufbau zu machen. Trotzdem, wenn es doch darüber nicht funktioniert und du merkst, dass du da limitiert bist, musst doch zumindest über diesen Druck, frühes Pressing, starkes Anlaufen von Spielern, wo du merkst, oh Gott, die Spieler werden dann auch nervös. Und gerade auch Bremen hat natürlich da durch ihre limitierten Möglichkeiten dann Probleme, auch einen Spielaufbau zu machen, der uns Probleme macht. Gegen starke Teams hast du es dann vielleicht, okay, die machen dann mit einem guten Pass oder mit sehr guten Laufwegen, hast du zu viele Lücken und kassierst dann hinten die Tore, wie gegen die Bayern ja das ein oder andere Mal gesehen. Auf der anderen Seite gegen Bremen oder gegen Mannschaften, auch Bielefeld oder Köln, was ihr ja schon angesprochen habt, das ist eigentlich was, wenn du da mit der richtigen Einstellung hingehst und da richtig Dampf drauf gibst, müsstest du normalerweise dann die Dinge locker erzwingen können, dass du da gewinnst. Und das hat mir gegen Bremen leider die erste Halbzeit komplett gefehlt. Die war ja, oh Gott, unter aller Kanone. In der zweiten Halbzeit kam das dann eigentlich erst mit der Einwechslung Barkok, wo man sagen muss, der hat diesen Schwung, diesen Willen mitgebracht. Oder seht ihr das anders? Nee, ich weiß nicht, ob es der Wille ist, aber du hast doch eine ganz andere Qualität, ne? Also es ist nicht nur Zuba, es ist nicht nur Ilsanke, aber der ist für mich das Paradebeispiel davon. Du hast mit Ilsanke in der Mitte, du hast Zuba auf links und Touré auf rechts. Da ist nicht ein kreatives Momentum dabei. So, das hast du einzig und allein vorne mit Kamada. So, und dann machst du Wechsel mit einem Chor, der viel offensiver ans Werk geht wie ein Ilsanke. Du hast auf einmal rechts jemanden, der kreativ Vermögen hat mit Barkok, und Younes hast du auch auf der linken Seite, also du hast völlig andere Spielertypen da, und klar, die Motivation kann auch mit einem Moment sein, aber ich finde, du hast einfach in der zweiten Halbzeit eine andere Qualität auf den Rasen gebracht und nicht dieses, naja, also mit einem Zuber machst du nichts verkehrt oder machst du nichts kaputt, aber mit dem machst du auch nichts gut. Und das ist halt so das. Und genau das Gleiche ist für mich Ilsanke. So, der macht nicht viel kaputt, aber der macht halt auch leider nichts Gutes nach vorne. Also ich habe ich habe jetzt viel Richtiges gehört und ich muss trotzdem festhalten, die Einzelspielerkritik, das macht natürlich immer viel Sinn und das ist so eine Emotion, die kann ich auch nachvollziehen und die haben wir in anderen Medien ja auch schon mal öfter bemüht und trotzdem will ich auch, Ilsanke hat jetzt genug besprochen, ich glaube, dass es ein getroffener Hund ist, auch weil der wirklich ein scheiß Spiel gemacht hat, ich glaube, das können wir hier einfach faktisch unterstreichen. Auf der linken Seite würde ich aber mir trotzdem schwer tun, die ganze Zeit Zuber immer so herausholen, weil natürlich ist der limitiert und natürlich ist es kein bei der Kostic. Am Ende ist es halt aber auch so, dass er mir in gewissen Aktionen offensiv einigermaßen gefallen hat. Auch bei Touré müssen wir trotzdem ja auch festhalten. Der hat ein paar richtig gute Spiele gemacht und das war jetzt sein nach Bayern sein zweites schwächeres Spiel. Das will ich jetzt auch. Ich will auch die defensive Ordnung, die er eher mitbringt als all seine Counterparts. Barkok ist für die Defensive, da brauchst du den nicht aufstellen. Da ist ein Touré dann tatsächlich schon ein bisschen besser. Mhm. Also es kommt immer drauf an. Du musst überlegen, du musst dich auf deinen Gegner einstellen. Und natürlich wäre es gegen Bremen durchaus möglich gewesen, gleich mit Barkok zu spielen, weil Bremen halt gerade von der ersten Minute eigentlich relativ wenig angeboten hat. Grund des Ärgernisses, und da schließe ich mich, wie gesagt, euch auch, was ich eben schon angedeutet habe, euch allen an, man hätte in der defensiven Schaltzentrale mit Ilsanke jemanden wegnehmen können und jemanden kreativeren hinstellen können, der für dieses gesamte Gebilde besser wäre, weil
du brauchst gegen Bremen keine zwei defensiven Holzhacker beziehungsweise rote Eier, keine S, aber da kannst du jemand anders reinstellen. Und mich hätte es schon gefreut, wenn beispielsweise bei dem Spiel So oder so wieder einen Platz gefunden hätte, der auch immer noch mal einen anderen spielerischen Ansatz hat. Das ärgert mich, aber egal von den Einzelspielern, es ist tatsächlich auch als kollektive Leistung ein Stück weit zu wenig, weil es kann ja nicht sein, dass wir jetzt immer nur über diese Einzelspieler sprechen. Die Mannschaft muss es als Kollektiv eigentlich hinbekommen, insgesamt besser zu sein als Bremen. Und weil Bremen hat nichts angeboten. Und das habe ich auch zu wenig gesehen. Ich wollte gar nicht so auf die Einzelspieler raus. Das kam vielleicht rüber, falsch rüber. Das ist einfach die Summe der Einzelspieler, die einfach alle defensiver ausgerichtet sind und nicht die Option mit nach vorne anbieten. Das ist halt genau der Punkt. Du hättest dann 1-2 Positionen, gerade gegen Bremen, kannst du doch locker ändern. Da musst du doch nicht mit der doppelten Absicherung nach hinten und auf den Positionen, die du eigentlich offensiv für auf den Außen hast, da stellst du auch noch deine Defensivvarianten rein. Also was ist denn aber das für ein Überlegung? Wer wäre das denn gewesen? Ich sehe das gar nicht. Also ich wüsste gar nicht, wenn du Fünferkette spielst und du hast auf den Außen diese Spieler, wen sollen wir denn da stellen? Ja, aber du hast es ja zum Schluss gesehen, dass es mit Younes und Barkok auf einmal ein ganz anderes Spiel war. Ja, aber das ist ja auch was anderes, wenn du kurz vor Schluss irgendwie Tore brauchst und Leute einwechselst. So kannst du ja trotzdem nicht 90 Minuten spielen. Also nee, aber du hättest, die zwei hättest du lassen können, aber dann kannst du doch auf der 6, was der Marvin auch gesagt hat, musst du doch nicht mit Ilsanke anrücken. Da kannst du doch auch einfach mal natürlich nicht, aber natürlich nicht, aber ich finde, das geht trotzdem an dem Kern des Problems weiterhin vorbei. So, die Eintracht hat mit dieser Aufstellung in Berlin ganz anders gespielt. Die hat gegen Hoffenheim auch ganz anders gespielt. Du hast trotzdem... Muss es möglich sein, dass die irgendwie sich in den Mut bringen, zu sagen, wir hauen jetzt Bremen genauso weg, wie wir es in Berlin gemacht haben, mit denselben Spielern. Also ich find, dass wir, Einzelspielerkritik bin ich trotzdem dabei, wenn das über einen längeren Zeitraum stattfindet. Aber Marvin hat es gesagt, zum Beispiel Touré hat eigentlich auf lange Sicht gut gespielt. Selbst Ilsanke hat das ein oder andere gute Spiel gehabt, das war jetzt eine Katastrophe. Ich weigere aber mich zu sagen, okay, da, wenn man jetzt Ilsanke getauscht hätte, hätte das geklappt, weil... Für mich das Problem viel größer ist, wenn du das gegen Bielefeld nicht schaffst, du schaffst gegen Köln nicht und jetzt wieder gegen Bremen nicht, da reicht es, glaube ich, nicht, einen Spieler nur auszutauschen. Da müssen irgendwie andere Lösungen her. Und ich weiß nicht, der Lösungsansatz ist für mich tiefgreifender, also zu sagen, die müssen endlich anfangen, sich was zu überlegen, wenn sie den Ball haben. Das geht nicht mehr. Also es geht nicht mehr, dass die Eintracht so ratlos immer ist, wenn die Eintracht irgendwie eine Mannschaft hat, die halt mal sagt, gut, wir geben euch mal den Ball. Die Eintracht aber dann sind wir doch wieder bei der Aufstellung. Also du hast doch mit, also in Ilsanke weiß nicht, was er mit dem Ball machen soll. Ja gut, aber du hast ja schon... Also doch. Wenn du so Spiele halt aufstellst, wer soll's denn machen? Na gut, wenn seine Rolle... defensive Absicherung ist, dann hast du ja immer noch einen Rode nebendran, der ja schon weiß, was er mit dem Ball anzufangen. Du hast Rode, du hast Kamada, du hast Zuba, du hast Silva, du hast Dost. Ich meine, du hast... Dost ist jetzt auch nicht... Also das ist jetzt auch keiner, dem ich attestieren würde, dass er unbedingt weiß, was er mit dem Ball tut, ne? Also der kann den Ball muss halten, er vielleicht aber gar nicht. Der, muss er gar nicht. Vielleicht muss ihm jemand den Ball so servieren, dass er ihn reinmachen kann. So, also, genau, aber der weiß Einzige, aber doch, der auch dass mal ein 1 gegen 1 nimmt, ist ein Kamada. Nein, aber du weißt doch, wenn ich... Hütter weiß ja scheinbar, wen er da aufstellt. Und die Spieler wissen es ja auch. Und die wissen ja auch, was Dost mit ins Spiel mitbringen kann. Und die wissen auch, was Ilsanke mitbringen kann. Dann erwarte ich vom Trainer, dass man das dann auch sieht. Und das habe ich überhaupt nicht gesehen, weil du sagst ja richtig. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Hütter da sitzt und denkt, ja, warte mal, der Ilsanke, der wird hier auf jeden Fall schon den einen oder anderen Steckpass spielen. Oder Dost wird wahrscheinlich die Lücke reißen, weil er auf den Außen rumrennt. Das wird er ja nicht denken. Und dann erwarte ich halt, dass, wenn er das weiß, auch wovon ich offensichtlich ausgehe, dass er, dass man den Plan erkennt. Und die habe ich nicht gesehen, das meine ich nur damit. Es kann ja nicht sein, dass Hütter da sitzt und denkt, ah ja, die Eintracht-Fans haben recht, gell, der Ilsanke kann doch nicht Fußball spielen. Ich gehe fest davon aus, dass der das weiß. Und dann vermisse ich den Plan, der dahinter steckt. Und ich gehe auch fest davon aus, dass er weiß, dass das keine Usain Bolt ist, so. Davon gehe ich halt aus und das, was ich sagen will, ist, wenn der so aufstellt, dann will ich halt erkennen, warum er es macht. Und das habe ich halt nicht. Also mein Gefühl bei der Aufstellung ist einfach, dass er versucht, an das Spiel ranzugehen, indem er sagt, so, wir versuchen erstmal möglichst sicher zu stehen und dann aus einer gesicherten Defensive irgendwann nach vorne was zu machen. Aber wenn du halt so in ein Spiel reingehst, wo kommt denn auf einmal der Schalter her? Das umgeswitcht wird und die Leute auf einmal nicht mehr sich auf die Defensive fokussieren.
Nee, ich sag mal so, du kannst ja aus diesem Ansatz heraus, kannst du ja durchaus agieren, zu sagen, geordnete Defensive und dann Aufbau und irgendwie Situationen schaffen. Das funktioniert aber halt A, nicht, wenn du eine Mannschaft wie Bremen hast, die gefühlt irgendwie mit der kompletten Mannschaft in der eigenen Hälfte stehen. Ich glaube, die haben zwischenzeitlich mit 9 Mann im eigenen Strafraum gestanden. Da bringt dir eine defensive Sicherheit halt auch nichts. Und das System geht halt auch dann nicht auf, wenn du dich halt auskontern lässt, weil halt irgendwie hinten nur 2 Mann sind und alle anderen sind halt irgendwie in der gegnerischen Hälfte drin. Dann hast du halt auch irgendwie ein Problem. Also das greift da halt auch irgendwie wieder nicht. Ja, aber liegt doch auch mit dran, dass Hütter ja generell nicht gerne tauscht. Ne? Also der liebt ja es, wenn eine Startelf irgendwie in seinen Augen funktioniert, dann wird er am liebsten die 34 Spiele sozusagen hier durchspielen mit denen und immer mal ja kleine Wechsel machen. Also ich glaube tatsächlich, dass er dieser Mannschaft, so wie sie da steht, vertraut. Ich muss auch sagen, ich glaube, Ilsanker wurde nicht mal ausgetauscht, weil er so scheiße gespielt hat, was er wirklich hat, sondern weil er gelb-rot gefährdet war. Genau. Ja. Muss man ja wirklich sagen, eigentlich hätte man schon, na, ich sag mal so, 30. Minute drüber nachdenken müssen, muss der nicht eigentlich ausgewechselt werden. Nicht, dass wieder sowas passiert wie damals gegen Freiburg. Was du aber auch nicht bringen kannst, wenn du als Trainer unter der Woche in der Pressekonferenz auf diese Personalie schon angesprochen sagst, der ist wichtig für die Mannschaft, weil der ist der einzige klare Sechser und wir brauchen irgendwie hier defensive Sicherheit. Dann kannst du jetzt auch nicht den Spieler nach 30 Minuten dann runternehmen. Dann machst du dich auch als Trainer. Ja, wenn er gelb-rot gefährdet ist, muss ich schon sagen, da war es schon 2, 3 Fouls noch gewesen und Nicklichkeiten, wo ich gedacht habe, Mann, okay, der geht gleich wirklich mit Rot runter. Nur um da nochmal den Punkt zu nehmen. Ich glaube tatsächlich, Ilsanker, der Wechsel hatte nichts mal mit was damit zu tun, dass er so schlecht gespielt hat, sondern einfach gelb-rot gefährdet, okay, wird ausgewechselt. An dieser Mentalität und an diesem, ich verstehe einfach nicht, und da habt ihr es ja schon richtig gesagt, die Mannschaft hat ja auch gezeigt, dass sie ganz anders spielen kann. Warum klappt das nicht gegen Gegner, die potenziell, ja, wir haben ja vorher letzte Woche drüber gesprochen, eigentlich ein Gegner ist, wo wir mit 3 Punkten gut rechnen hätten dürfen. Und dann gehst du ja wieder mit einem 1-1 raus. Ne? Das ärgert mich einfach auch und ich verstehe es auch nicht. Und Basti, hast du völlig recht, ich verstehe auch den Matchplan teilweise dann dahinter nicht, warum spielt hier wieder mit der Position, wo man weiß, er ist limitiert, warum probiert man da nicht was aus? Aber das ist einfach auch nicht Hütter. Ne? Hütter ist keiner, der gern mal was versucht. Ich habe so ein bisschen ganz Hütter, ja, Basti, nee, fang mal. Hütter ist doch derjenige, der indirekt bestätigt, was ich sage. Der weiß ja scheinbar, dass das ein ganz klarer Sechser ist. Und ein ganz klarer Sechser hat halt nicht die Aufgaben, die wir hier gerade fordern. Deswegen verstehe ich halt nicht, genau. Dass dann der muss ja dann einen Plan haben. Okay, dann sagt er zu Ilsanker, hier, du bist mein klarer Sechser, wichs alles weg, was irgendwie im Mittelfeld rumläuft, alles gut. Ich meine, solche Spiele hat jede Mannschaft. So, du hast bei Dortmund hast du auch gehabt, du hast Schein gehabt und dann war halt Sven Bender daneben, der jetzt auch nicht der Weltfußballer wird. So, das ist ja das Ding. Der Plan von Hütter muss ja trotzdem ein anderer sein. Und den habe ich jetzt noch nicht ganz rauskristallisieren können. Weil jetzt einfach zu sagen, okay, wir fordern jetzt das, wir wollen einfach, dass Ilsanker rausgeht und dafür kommt Younes auf die Position. Das habe ich jetzt oft gehört. Das ist halt... So lang ja schon. Ja, so ist, glaube ich, aber das Einzige, wo zu Hütter sich hinreißen lassen würde. Ja. Weil er... Wenn er sagt, er will einen klaren Sechser haben, hat er recht, dann kannst du entweder Kroh oder Ilsanker da spielen. Und da muss ich sagen, da ist es mir fast egal, die können beide nicht kicken. So. Also. Aber wobei Kroh sich schon gemacht hat in den letzten. Also. Ja, da muss ich meine Meinung aus dem letzten Jahr ein bisschen revidieren. So, das. Ja, ich finde, er hat eine ordentliche Rückrunde dann gespielt. Nachdem er so ein bisschen durchgeschleppt wurde, war das dann für mich schon in Ordnung. Finde aber, was das Grundsätzliche, wenn wir wieder weg von diesen Spielen, von den Einzelspielern gehen, dann bleibt, und das hat der Basti eben ganz gut illustriert, dass das grundsätzliche Konzept irgendwie auch noch nicht so wirklich klar wird. Natürlich ist es schwierig, auch gegen Bremen zu spielen, dies, das. Aber ich habe das Gefühl, dass die Spieler manchmal sogar auch mehr wollen und die wissen beispielsweise auch, dass Bremen eigentlich nominell schwächer ist und dass die eigentlich nicht die besten Fußballer sind und trotzdem kriegen sie es nicht hin, dann siehst du lustigerweise mal einen Hinteregger plötzlich im gegnerischen Halbfeld rumrennen, ja, dass der dann irgendwie versucht, ein Tor zu machen, weil er irgendwie das Ding erzwingen will, wenn du das Gefühl hast, da ist die Schaltzentrale auch noch nicht. Und da muss ich auch ganz klar mal sagen, ja, ich weiß, heilige Kuh Kamada, aber der lässt sich auch viel zu oft einfach im blassen Halbfeld oder beziehungsweise, ja, keine Ahnung, ich sehe den oft auch einfach nicht, ne? Und das ist auch
so ein Ding. Also die Konsequenz, dass er mal dauerhaft eigentlich eine gute Rolle spielt, die haben wir halt auch noch nicht. Also da greifen halt viele Sachen noch nicht ineinander. Natürlich haben wir gemerkt, dass sowohl mit Chor, der auch eine ordentliche zweite Halbzeit gespielt hat und mit den Einwechslungen, hat es besser funktioniert. Aber selbst da haben wir im Endeffekt nicht das entscheidende 2-1 gemacht. Und da muss noch mehr Hass dahinter. Und da muss auch mal, also ein bisschen mehr, also mir hat auch da die letzte zwingende Aktion einfach auch gefehlt. Und das müssen wir jetzt langsam mal erzwingen, weil das waren jetzt echt Big Points gegen, ich rege mich tierisch auf, gegen so eine Opfermannschaft aus Köln. Das war gegen Bremen, war das im Endeffekt auch nichts. Die können froh sein, dass die einen Punkt hatten. Das ist trotzdem, die sind alle schlechter als die Eintracht. Und das ist ja das, was mich ärgert. Wenn die Eintracht nicht wenn die Eintracht einfach nicht besser wäre, dann bräuchten wir nicht drüber reden und sagen, okay, keine Ahnung, wenn mal 12. Aber das, was mich ärgert, ist, dass ich in jedem einzelnen Spieler eigentlich mehr sehe. Ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft immer noch gut ist. Ich habe das Gefühl, dass Trapp gut ist, Hinteregger gut ist, dass ein Rode ein super Spieler ist, Kamada, Silva, Dost, das sind alles Leute, die mehr können. Selbst ein Zuber, es hat ein normales Bundesliga-Niveau. Touré hat sich wieder gut rangekämpft. Über Abraham brauchen wir auch nichts sagen, auch wenn er ein bisschen älter ist. Über Hasebe reden wir gleich noch, der aber trotzdem immer noch ein guter Mann, ein guter Spieler ist. Die sind alle, jeder Einzelne am Ende besser als Bremen. Und das nervt mich. Und dass wir es dann nicht hinbekommen, zu Hause die drei Punkte, ja, zu Hause, ich weiß, dies, das. Aber dass wir es nicht hinbekommen, da einen Dreier zu holen, das ärgert mich tierisch. Und das müssen wir dann nicht mehr hinbekommen. Auch das falsche Signal vom Trainer zu sagen, hier, ich brauche einen echten Sechser, ich brauche den Ilsanker da, der alles wegholzt. Das macht das nicht Angst vor Bremen? Macht das nicht Bremen am Ende größer, als sie sind? Ich weiß, wir müssen von diesem Ilsanker-Ding wegkommen. Natürlich hat der scheiße gespielt. Nee, es geht mir gar nicht darum, dass er scheiße spielt. Also selbst wenn der gut spielt. Ja, da musst du trotzdem in der Lage sein, Marvin hat es aufgezählt, du musst trotzdem in der Lage sein, Bremen zu besiegen. Und wenn Hütter das haben will, wenn er sagt, er will aus einer stabilen Defensive raus das regeln, dann soll er das von mir aus machen. Von mir aus soll die Eintracht dann auch nur 1-0 gegen Bremen gewinnen, ist mir auch egal. Aber dann muss die Eintracht halt auch gewinnen, darum geht's. Ich glaube, wenn wir uns zu sehr an dieser Aufstellung festknabbern, dann geben wir allen anderen Spielern ein Alibi und dem Trainer auch, dass das trotzdem klappen muss. Die Eintracht muss dieses Spiel gegen Bremen gewinnen und die muss sich Lösungen ausdenken, weil dieses Problem schon länger besteht. Und da kann man nicht sagen. Wie sind sie denn? Also über die Aufstellung kannst du es nicht ändern? Wie ist denn dann die Lösung? Also wie gewinnen wir denn dann so Spiele? Ganz ehrlich, ich finde, das ist ja genau der Punkt. Also ich glaube, Alex, wir reden am Ende über das Gleiche, denn uns allen fehlt ein Offensivkonzept. Ein dauerhaft schlüssiges Offensivkonzept. Da sind immer wieder, weil wir uns zu sehr auf Dinge verlassen, wo die Qualität des Einzelnen aufblitzt. Ne? Dass wir natürlich eine Qualität haben mit Silva, dass wir eine Qualität, auch mit Dost, das ist auch ein guter Fußballspieler. Ja, wenn der ist jetzt fit und der kann regelmäßig spielen, das hätte ich ihm nie zugetraut, das finde ich schon mal ganz gut. Das sind gute Spieler und Kamada ist auch ein guter Spieler. Aber es ist immer noch zu wechselhaft und es sind noch nicht diese Automatismen da. Vielleicht auch wegen den Außen, die halt ein bisschen oft gewechselt haben. Aber das muss, diese Offensivkraft muss mal wieder in Einheit nach vorne funktionieren. Und das fehlt mir aktuell. Und das ist ja genau das, was ich meine. Und das kannst du, natürlich kannst du einzelne Spieler austauschen. Darum geht's aber nicht. Es geht darum, dass die Eintracht, worauf ich nur hinweisen will, das Spiel, wenn man jetzt sagen würde, okay, wir müssen nur den und den tauschen, dann ist wieder alles gut. Alles klar. Das darf aber nicht das Ding sein. Die Eintracht muss den Anspruch haben zu sagen, wir haben ein System, das auch funktioniert, selbst wenn man 2-3 Leute tauscht oder selbst wenn 2-3 Leute da drin sind, weil einer uns mal verletzt, bla bla. Und dass du eben nicht von Kostic abhängig bist, dass du eben nicht davon abhängig bist, ob der jetzt irgendwie der Sechser kicken kann oder ob der jetzt einen Sechser haben will, sondern die Eintracht braucht eine Systematik, auf die sie sich verlassen kann. Und das sehe ich gar nicht. Ich sehe immer wieder, blitzt es auf, mal wieder ganz gesagt, da hast du auch individuelle Klasse, Silva ist ein guter Stürmer, auch Dost hat seine Qualitäten, das blitzt immer wieder auf. Aber das hat einfach noch nicht genug Konstanz, beziehungsweise eigentlich fast gar keine Konstanz, weil du das Muster nicht erkennst. Das sind immer andere Dinge, die vielleicht zu Toren führen. Manchmal ist Zufall, gegen Bremen war es auch ein grober Fehler von dem, wie heißt der, einem Bomben oder so. So, der darf sich den Ball da auch nicht abjagen lassen, so. Aber das sieht für mich nicht so aus, guck mal, das hat die anderen einstudiert. Ah ja, guck mal hier, da haben die sich was ausgedacht. Das sehe ich halt nicht. Und das ist für mich viel schlimmer, als wenn ein Spieler mal scheiße spielt oder Hütter ein bisschen vorsichtiger aufstellt. Ich will halt sehen, okay, das und das haben wir gegen tiefstehende Gegner vor. Meine Güte, dann klappt es halt mal nicht, auch okay. Aber was mir halt fehlt, ist zu sagen, okay, ich sehe, das und das ist der Plan, klappt
manchmal klappt, manchmal nicht. Im Fußball hast du halt auch manchmal ein bisschen Pech und die Eintracht hätte gegen Bremen auch noch irgendwie gewinnen können, wenn dieses behinderte Abseitstor da nicht, wenn dieses Abseitstor da nicht abgepfiffen wird, dann gewinnst du es trotzdem. Was mir halt fehlt, ist zu sagen, okay, langfristig gesehen ist das und das der Plan und der funktioniert auch, wenn eben mal der ein oder andere sich verletzt und oder der eine mal ein bisschen schlechter ist, weil das ein Gesamtkonstrukt ist. Und da habe ich ein bisschen Angst vor, weil ich bin dann wieder ein bisschen an die Zeit erinnert. Erinnert euch, als Armin Fee hier war, der immer gesagt hat, ja, mit Eigner sind uns so viel Tore verloren gegangen, das können wir nicht auffangen. So, das ist dieses, du verlässt dich dann nur auf die Qualität der Spieler und da habe ich keinen Bock drauf. Ich will, dass die Eintracht ein System hat, wo klar ist, was der Plan ist, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Wie gesagt, das fehlt mir und das ist, glaube ich, dramatischer als das, wenn man sagt, ja gut, dann stell halt Ilsaker raus und mach Zoh rein. Ich glaube, da würde man auch Zoh Unrecht tun, weil man dann denken würde, ah geil, der kann besser kicken als Ilsaker, jetzt geht es besser. Und dann wird es trotzdem nicht besser, weil denen vorne irgendwie die Automatismen oder die Kreativität oder vielleicht der Wille fehlt. Das ist, glaube ich, die Analyse, die wir machen gerade, woran das liegt. Und das Einzige, warum ich mich weigere, die ganze Zeit über Ilsaker zu reden, ist, weil ich sage, dass es noch viel größere Probleme gibt als Ilsaker. Ja, das haben wir jetzt auch rausgetreten, weil ich glaube, genau das ist nämlich der Punkt. Am Ende ist es halt so, natürlich ist Ilsanke eines der vielen Symptome, warum es nicht funktioniert, weil er überhaupt kein, weil er nicht der Typ ist, der einen Wandel herbeiführen kann. Es sind aber auch die fehlenden Automatismen und das ist aber auch tatsächlich eine Sache, die an Hütter liegt. Und das muss man auch mal ganz klar sagen. Ne? Es ist halt, sind halt diese mehrfachen Dinge, wo ich sage, wir können das kritisieren. Wir können auf der einen Seite die nibelungenhafte Treue auf einige Spiele kritisieren, die das System nicht zwingend besser machen und auf der anderen Seite muss man auch sagen, ey, es ist doch eigentlich so, dass wir momentan ein bisschen mehr Zeit haben, Dinge, Automatismen einzuspielen. Im Gegensatz zu den Amateuren dürfen die Profis jetzt die ganze Zeit trainieren und auch dürfen auch zusammen trainieren. Ich weiß, natürlich ist jetzt auch diese Länderspielscheiße, die jetzt bald schon wieder kommt, ist auch unsäglich. Ja, da werden auch wieder Leute weggerissen. Aber Fakt ist, die können doch gerade länger, als es in den letzten Jahren durch Europa, durch den DFB-Pokal der Fall war, eigentlich länger an gewissen Dingen feilen. Und das sehe ich nicht. Und da haben wir gerade einfach dieses Problem. Und das ist etwas, das muss Hütter jetzt mal beweisen, dass er es mit dem Spielerpotenzial, auch wenn er sich sonst irgendwas gewünscht hätte, mal hinbekommt. Und dann stelle ich aber auch die Frage, dann muss ich schon auch sehen, komme ich damit zurande oder komme ich damit nicht zurande? Hätte ich vielleicht noch mal jemanden auch mal wieder reinbringen müssen und so weiter? Das muss man jetzt analysieren. Aber ich glaube, das Offensivkonzept, das steht bei der Eintracht halt einfach noch nicht. Das gehe ich voll mit euch mit. Auf jeden Fall habt ihr sehr gut auch nochmal rausgearbeitet. Da ist natürlich an zwei Stellen, muss man aber doch sagen, einerseits, klar, die Qualität an der einen oder anderen Stelle ist dann wirklich ein bisschen überschaubar. Muss man gucken, ob man damit auch wirklich, ich sag mal, ein System aufbauen kann, was immer funktioniert, weil einfach auch die Qualität, die da zur Verfügung steht, egal wer da spielt, eventuell zu limitiert ist. Auf der anderen Seite finde ich den Punkt aber trotzdem sehr gut, denn egal wie limitiert die Leute sind, kannst du sehr viel, insbesondere, was ich auch vorhin schon gesagt habe, gegen Bremen oder gegen solche Gegner, durch Willen, durch auch frühes Pressing, frühes Anlaufen, was wir von früher noch kennen, aus Zeiten, wo auch die Qualität manchmal nicht optimal war, aber wo du gesehen hast, wow, da kannst du die unter Druck setzen. Basio, hast, glaube ich, gesagt, Mbom, der dann den Fehler macht, das passiert ja auch nur, weil er im Endeffekt aggressiv angelaufen wird, wenn er viel zu viel Zeit hat, wenn das so Larifari, dann spielt er auch seinen Pass raus und dann passiert da gar nichts. Das ist alles, was nur über Druck, nur über Willen, nur über, ich will da vorne auch richtig, richtig Dampf drauf geben, dann machen diese Mannschaften, die eben nicht so stark aufgestellt sind, auch Fehler. Und ich denke, da müssen wir eventuell auch schauen, selbst wenn die Qualität vom Kader her es vielleicht manchmal nicht hergibt oder die Ideen ausgehen, muss zumindest da die Möglichkeit sein, dass du dem Gegner, wenn du selbst nichts mit dem Ball anfangen kannst, dann gib dem Gegner sehr früh in seiner Hälfte den Ball und mach über Druck und dadurch hast du wieder überfallartige Situationen, wo du gar nicht viel einstudieren musst. Da musst du gar nicht diese riesigen Automatismen haben, sondern dafür hast du die Qualität dann vorne. Silva kann super verwerten, Kamada hat auch kann auch was am Ball. Ein Dost, habt ihr schon gesagt, auch wenn er immer die Schelte bekommt, er ist jetzt mal länger fit und drücken wir die Daumen, dass er auch noch lange so ist, aber der kann schon auch was mal reißen. Und das ärgert mich, dass da nicht noch mehr Dampf drauf gegeben wird, gerade wenn es gegen Gegner wie gegen Bremen geht, weil man hat es gesehen. Der Mbom, beste Beispiel gewesen. Einmal unter Druck gesetzt worden, Hektik passiert, dann kommen die Tore. Und ich glaube, das ist wirklich ein Mittel, gerade gegen die etwas schwächeren Mannschaften, gegen die Starken, da wird es dann eher schwierig. Und da habe genau ich Alex das in ihrer Aussage so verstanden, und Alex, berichtige mich, wenn ich das falsch
verstanden habe, dass durch diese Aussage von Hütter mit wir brauchen irgendwie diese defensive Stabilität genau dieses Spiel auf diese Mentalitätsebene gehoben wurde. Wir gehen eben jetzt nicht in dieses Pressing, sondern wir müssen erstmal auf die Defensive achten und deswegen so ein bisschen dieses Thema von Anfang an gefehlt hat. So hatte ich dich verstanden mit deiner Aussage. Auch. Ich wollte auch gar nicht sagen, was jetzt so ein bisschen auch unterm Strich rauskam, dass unser Kader zu schlecht ist. Ich finde, wir haben das ganze Potenzial da. Und ich finde auch nicht, dass uns spielerische Qualität im Kader fehlt. Ne? Also, keine Ahnung, wir haben da keine Selim Tepas mehr rumlaufen. Das ist ja, also da sind ja schon richtig gute Leute da. Aber das ist vielleicht auch das unterm Strich, was du gesagt hast, Basti. Es kommt halt kein Spiel nach vorne zustande. So, du sagst, es fehlt ein Konzept. Ich habe es halt so ausgedrückt, dass ich sage, ein Ilsanker kann das auch nicht. So, das ist dann auch einfach der falsche Mann an der Stelle. Aber ich finde halt mit einer anderen Aufstellung, mit spielerisch besseren Spielern, die wir auch haben, glaube ich, könntest du so eine Sache einfach befeuern. So, und wenn wir aber sagen, okay, wir spielen jetzt aber die auf, die gut mit nach hinten arbeiten, damit hinten nichts anbrennt, ja, dann gibst du doch indirekt der Mannschaft schon das Thema mit, guck, dass hinten kein Tor fällt. Aber nicht, wir gehen jetzt heute raus und wir hauen Bremen weg. Ja, und diese Einstellung, wir haben Bremen weg, das ist ja genau das, was wir eigentlich alle sehen wollen. Ich glaube, das ist genau das, weil jeder von uns denkt, dass das Potenzial da ist. Und wir haben es eigentlich auch gesehen. Und wenn du dir dann anguckst, wie leicht das eigentlich durchaus gewesen wäre oder wie es auch funktioniert hätte, hätten wir dieses 1-0, jetzt, ich weiß, hätte Fahrradkette, aber hätte das gezählt, ja, was wirklich nur eine Nuance eines Abseitsens war, dann muss man schon sagen, das ist natürlich auch ärgerlich, weil ich glaube hundertprozentig nicht, dass die Bremer dann nochmal zurückgekommen wären. Und das ärgert mich, dass wir danach, als wir gesehen haben, okay, krass, es funktioniert, dass wir dann nicht nochmal nachgesetzt haben und frühzeitig das 1-0, weil dann ist Ciao Kakao, dann kommen die nicht wieder zurück. Die haben nicht so den krassen Kader, aber dann lassen wir uns wieder einlullen und wissen zu wenig, was wir an Offensivaktionen machen können. Das ist halt das Problem. Das ärgert mich. Ist richtig, ja. Aber da ist ja auch, und da kommt vielleicht schon wieder so ein bisschen das, was der Basti gesagt hat, wer ist denn dafür verantwortlich, das Thema, wir gehen jetzt offensiv nach vorne, oder von welcher Stelle geht's denn aus? Wer ist denn derjenige, der unser Offensivspiel in die Hand nehmen muss? Ich glaube, das ist auch einer der größten Probleme, dass du das Gefühl hast, es fehlt so eine Schnittstelle zwischen Trainer und Mannschaft oder beziehungsweise irgendein Spieler, der, wo ich hoffe, dass Hütter das will, das auf die Mannschaft überträgt. Das ist genau das. Du hast nicht diesen Spieler. Und ganz ehrlich, und das ist für mich der größere Kritikpunkt an Ilsanke, ehrlich gesagt, als dass er nicht gut kicken kann, ist, dass wenn du auf der Sechserposition spielst und du kannst nicht so gut kicken, dann schrei halt wenigstens ein bisschen rum oder weck deine Mitspieler auf und sagst, Leute, merkt ihr eigentlich, wie schlecht die... Ilsanke hätte sagen müssen, Leute, die kicken genauso wie ich. Was ist denn los mit euch? Die müssen hier weghauen. So. Ja, es ist aber genauso. Haben wir gesagt, Kamada läuft dann auch, der guckt auf den Boden, bla bla. Silva ist jetzt auch kein Dings. Dost probiert das so ein bisschen, aber irgendwie schafft das auch nicht. Du hast irgendwie das Gefühl, du bräuchtest jemanden, der auf dem Platz merkt, Leute, das müssen wir jetzt eigentlich gewinnen und das irgendwie auf die Mannschaft überträgt. Das ist, glaube ich, auch so ein Faktor. Wir haben ja gesagt, spieltaktisch fehlt uns was gegen tiefstehende Mannschaften, aber auch manchmal diese Momente zu erkennen. Du sitzt ja manchmal vorm Fernseher und denkst, oh Gott, hoffentlich merken die das. Das ist ja wie so ein nerviger Film teilweise, wo du die ganze Zeit dem Protagonisten zuschreien willst, geh nicht da rein, weil du dir einfach gerne sagen würdest, hier Leute, merkt ihr nicht, wie schlecht die sind? Oder merkt ihr nicht, wie schlecht Köln ist? Und jetzt passt bitte auf oder macht oder so. Ich glaube, so ein Spieler, der das in dem Moment auch realisiert und das auf die Mannschaft überträgt, der fehlt meiner Meinung nach schon. Da sind gute Typen dabei. Ich glaube, die haben auch kein Charakterproblem. Es ist nur so, dass gewisse Spieler eventuell einfach auch zu brav sind. Ich glaube, das ist so eine Kombination. Ich meine, ist jetzt auch immer so ein bisschen schwierig oder vielleicht wenig hilfreich, so auf vergangene Zeiten irgendwie drauf zu gucken. Aber wenn wir eben mal auf diese Spielzeiten gucken, wo da ein Rebic, ein Boateng und so weiter da waren, da hattest du halt auf der einen Seite solche Charaktere auf dem Platz, die eben das erkannt haben und dann halt allen mal so eine verbale Schelle verteilt haben. Und du hattest aber halt auch die anderen, die halt sowas auch dankbar aufgenommen haben. Und da bin ich mir halt nicht sicher, wir haben schon spielerisch Qualitäten im Kader hinzugewonnen, aber das sind so zwei Eigenschaften, die uns ein Stück weit verloren gegangen sind. Auf der einen Seite jemand, der mal eher dann
die Watschen auspackt und halt alle mal zur Ordnung ruft und die, die halt eben dann auch sich von sowas anstacheln lassen. Wir haben halt, wie Basti sagt, eher so brave Charaktere, die schon mit dem Ball umgehen können, aber die halt auch, ja. Ja, ich weiß nicht, aber ganz ehrlich, ich glaube, das sind zwei Sachen. Auf der einen Seite, ja, wir brauchen solche Leute. Das heißt, also es muss sich auch mal irgendjemand berufen fühlen. Vielleicht müssen Leute auch einfach mal da reinwachsen. Ja, natürlich haben wir einen relativ alten Kader, ja. Aber es ist trotzdem so, dass immer noch Leute da reinwachsen können und auch diese Galligkeit auch einfach mal zeigen können. Ich denke, das ist trotzdem immer noch möglich, dass der eine oder andere, ich meine, ja, wahrscheinlich ist es aktuell am ehesten noch Rode, der öfter mal was sagt. Aber da müssen halt auch andere mal reingehen. Natürlich ist es immer schwierig. Ich weiß nicht, könnte der Typ sein, ja, wenn er sich selber, ja, wenn er genügend Selbstbewusstsein hat, ja, trotz der Tatsache, dass er spielerisch limitiert ist. Aber ich meine, hat auch eine gute Karriere schon gehabt, ne? Aber daraus kann man ja auch schon was ziehen. Und ich glaube schon, dass es Leute gibt, die dann irgendwie auch mal sauer sind auf den und dann auch mal ihn kurzzeitig anpumpen, aber dann ein paar Prozent abzüchteln. Weil beispielsweise so ein Dost oder so, der lässt sich vielleicht auch nicht so viele Sachen gefallen. Das ist durchaus ein Heißsporn. Ich glaube auch im Silver, wenn du den mal wegen seiner komischen Instagram-Bilder ansprichst, dann ist er auch plötzlich ganz sauer. Also ich glaube, da ist schon was möglich irgendwie, ja. Aber wir brauchen natürlich schon jemanden, der da mal ein bisschen dazwischen haut, gerade dadurch, dass auch beispielsweise ein Hasebe mittlerweile ja ein paar mehr Fahrigkeiten in seinem Spiel drin hat und vielleicht auch selber dann dementsprechend ein bisschen weniger Selbstbewusstsein hat, brauchen wir eigentlich so mal Leute, die mal schon ein bisschen auf den Putz hauen und dementsprechend die ganzen Gegner mal kitzeln und die eigenen Spieler auch. Ja, entweder verbal oder halt auch fußballerisch, ne? Also derjenige, der auch sagt, so, gib mir jetzt den Ball, ich klär das. Und dann ist ja, ich auch einfach für den... Ja, aber du hast ja vorhin angesprochen, ich finde genau, Barkok und Yunus haben das so ein bisschen schon. Also ich finde, Yunus ist selbst in München reingekommen und war noch sauer. Und Barkok ist halt jemand, der dann sagt, ja, okay, ich probiere vielleicht mal was anderes als hier irgendwie diesen Standardkram. Ich glaube schon, dass wir die Spieler haben. Ich glaube, was schwierig wird jetzt irgendwie zu finden ist, wie kann Hütter, und wir haben es ja jetzt etabliert, der scheinbar trotzdem auch aus der kontrollierten, Otto Rehhagel würde sagen, aus der kontrollierten Offensive heraus das machen will, wie kann man die einbauen, ohne dass Hütter einen Herzinfarkt kriegt? So, das ist, glaube ich, das Wichtige. Ich glaube, wenn wir hier alle wirklich aufstellen würden, wie wir wollen, ich würde ohne Sechser spielen. Ich würde sagen, hier kommen ein Achter, zwei Zehner, Außenstürmer, zwei Mittelstürmer. So. Gegen Klein auf jeden Fall, ja. Aber da würde ich wahrscheinlich, keine Ahnung, was 70 Saisontore kassieren, wenn ich Trainer wäre. So, 100 ja, aber hoffentlich schießt du halt einfach 71, Mann. Ja, das weißt du halt dann nicht. Und das ist ganz ehrlich, wie würden wir uns hier hinstellen, wenn die Eintracht von Bremen unglaublich ausgekontert worden wäre, weil irgendwie da eine Lücke gewesen wäre und hätte zur Pause 2-0 zurückgelegen. Ich weiß nicht, ob wir dann nicht gegenteilige Vorschläge gehabt hätten, zu sagen, ja, muss halt mal an Sechser stellen, was ist los mit dir? So, aber das ist doch unser Job, oder? Ja, aber jetzt hab ich vergessen. Jetzt habe ich mich wieder aufgeregt, Alter. Ich habe vergessen, worauf ich hinaus wollte, Alter. Ich weiß nicht mehr. Scheiße. Keine Ahnung. Die Eintracht soll einfach wieder, ja, wie soll ich sagen? Ich weiß nicht. Ich habe bei Marvins Ausführungen hatte ich jetzt irgendwie die ganze Zeit wieder so eine Gedankenblase im Kopf. Ich bleib dabei. Der Eintracht fehlt trotzdem ein, zwei Assis. Weil da bin ich dabei. Ja, und selbst dann. Ja, und das ist ja auch trotzdem, ich sag nochmal, ja, klar, gehe ich mit. Aber vielleicht, und das wird uns jetzt auch wieder um die Ohren geworfen, weil ich hundertprozentig oder geschlagen, wenn wir dann so einen Dauerhype für Barkok machen, aber wir haben ja schon positive Akzente gesehen. Vielleicht ja, aber ich meine, die Frage muss sich auch gestellt werden, was will die Eintracht in dieser Saison? Das ist auch eine Frage, ich habe noch keine eindeutige Antwort darauf. Und ich habe nicht das Gefühl, dass die Eintracht eine ganz klare Antwort darauf hat, weil es wäre aber mal ganz gut, wenn sie eine hätte, denn dann könnten wir nämlich darauf bauen und könnten sagen, okay, wie machen wir das? Denn tatsächlich ist es so, dass Barkok vielleicht uns jetzt diese Saison nicht auf einen europäischen Platz hieven wird. Aber wenn wir an ihn glauben und wenn wir ihm jetzt mal ein, zwei Positionen fest zuschreiben, an denen er dann auch wachsen kann, dann wäre das jemand, der durchaus das Potenzial hätte, zu so einem geilen Assi zu werden. Vielleicht muss man auch genau diese Gedankenspiele einfach haben, denn ich sage immer mal realistisch, mit Europa wird es eher diese Saison schwierig. Ja? Also mir geht es nur darum, wo will die Eintracht hin? Und wenn, die Eintracht hat diese Spiele in ihren Reihen, aber sie muss sie jetzt auch mal dementsprechend aufbauen. Also es wird auf jeden Fall dann schwierig, wenn wir uns nicht sehr zügig, wie du schon sagst, darüber im Klaren sind, was wir am Ende erreichen wollen und welche Art von Eintracht wir sein wollen. Dann wird das so eine sehr graue Mittelfeldsaison.
Eine Frage habe ich an euch, und zwar ist das aber dann auch ein Thema, die Frage, ist Abraham dann noch der richtige Kapitän hier, oder ist da eher eine Situation, wo, ihr habt schon angesprochen, vielleicht auch ein Rode mit einem Amt versehen werden sollte, dass er einfach auch mehr ein Sprachrohr ist? Ich weiß nicht, ob vielleicht Abraham auch der Position bedingt, das ist ja auch immer die Frage, setzt man die Kapitänsbinde dem Torwart, was ja immer auch kritisiert wird, weil er von hinten ja eigentlich nicht so die Möglichkeit hat, vorne einzugreifen. Ist das vielleicht auch was, worüber man hier nachdenken muss? Oder sagt ihr, ja, gut, aber diese hat eigentlich nichts miteinander zu tun und wir brauchen einfach einen, der sich ein bisschen mehr hier vorne in Vordergrund spielt? Also ich würde sagen, das gibt vielleicht nochmal so einen Bonuspunkt, aber du wirst ja grundlegend nur, weil jemand anders diese Kapitänsbinde umhat, änderst du ja nicht den Charakter des Spielers. Also das macht ja keinerlei Unterschied. Das muss ja an sich meiner Meinung nach sowohl von den Menschen an sich kommen, als zu dem Charakter passen, und es muss halt auch vom Rest der Mannschaft akzeptiert werden. All das passiert ja nicht automatisch nur, weil das derjenige die Binde umhat. Wenn das eine ruhige Person ist, dann wird der nicht deswegen jetzt irgendwie zum Brüller. Und wenn der nicht von der Mannschaft akzeptiert wird, dann kann der halt noch so lange auf dem Platz rumbrüllen, dann passiert da halt auch nichts. Also das ist jetzt für mich nicht ein notwendiger Zusammenhang. Also ganz ehrlich, ich würde einfach, nur mal ganz kurze Beantwortung, ich würde einfach dieses Ding jetzt gar nicht aufmachen, weil wir wissen gar nicht, ob Abraham jetzt über den Winter hinaus überhaupt noch hier spielt. Also sobald er, solange er noch da ist, dann kann er ruhig der Kapitän bleiben. Das kann ja intern ja trotzdem anders geregelt werden. Ich glaube, dass die Binde nicht das einzig Entscheidende ist. Und ich finde es auch, das vielleicht noch als Ergänzung, ich finde es auch eine gute Kombination und Ergänzung zu sagen, du hast einen erfahrenen Spieler wie ein Abraham, der einfach dieses Mandat bekommt und der eine gewisse Führungsqualität auf dem Platz hat und damit halt auch dafür sorgt, dass hinten die Linie steht, und du hast zusätzlich noch jemanden als Unterstützung im Mittelfeld, der halt auch mal das Heft des Handelns in die Hand nimmt und sagt, komm, jetzt lass uns mal hier das Problem lösen. Das kannst du ja gut auch in der Kombination bringen. Das hatten wir in der Vergangenheit auch. Ist gut, ja. Ja, ich finde, wir müssen aufpassen. Wir müssen, glaube ich, auch mal wieder so ein bisschen Druck rausnehmen, dass wir jetzt so ausrasten, weil die Eintracht dreimal nicht gegen schlechtere Gegner gewonnen hat. Also ich glaube, man muss jetzt aufpassen, zwischen so elementare Fragen zu stellen und zu sagen, okay, kann man auch Kleinigkeiten daraus lernen und sagen, okay, wir sind jetzt in Stuttgart einfach ein bisschen griffiger und gewinnen da, und dann ist ja wieder einigermaßen alles in Ordnung. So, ich glaube, dieses Ding, es ist halt noch früh in der Saison. Marvin hat die Frage gestellt und ich glaube, die wird sich in den nächsten Wochen beantworten. Zu sagen, okay, was machen wir mit dieser Saison? Wollen wir in Europa angreifen? Gehen da vielleicht sogar teilweise ein bisschen mehr auf Sicherheit? Was heißt Ilsanker statt Barkok? Oder sagen wir, Europa ist unrealistisch, wir lassen halt öfter mal Barkok spielen, was mit einem Risiko verbunden ist, was uns vielleicht langfristig auszahlt. Ich bin gespannt, wie die nächsten Wochen sind. Ich schätze Hütter leider aber eher so ein, dass er eher so ein Gegenwartstrainer ist, der eben nicht sagt, okay, ich stelle jetzt mal Barkok und lass ihn auch irgendwie viele Fehler machen. Weil überlegt euch, eine Doppelsechs mit Rot und Barkok würde mir besser gefallen. Safe. Da müsstest du aber wahrscheinlich eine Kröte fressen, zu sagen, okay, Barkok wird defensiv mit Sicherheit den einen oder anderen Patzer drin haben. Oder auch Pässe spielen, die wirklich gefährlich sind. Und dann verlierst du vielleicht dadurch Punkte und langfristig würde es sich auszahlen. Genau, weiß das ich ist nicht. Naja, aber auf der anderen Seite, wenn du jetzt sagst, du hast diesen Gegenwartshütter, dann musst du die Kröte fressen, dass du gegen Spieler, die ihrer, oder gegen Mannschaften, die ihrerseits den Fußball spielen wollen, Möglichkeiten hast und geilen Fußball siehst, und gegen so Mannschaften wie jetzt Köln, Bielefeld, Bremen siehst du halt dieses Elend vom Wochenende. Das ist dann die Kröte, die wir da schlucken müssen. Ich glaube, der Mittelweg ist es halt, ne? Also du musst halt gegen Mannschaften, wenn du gegen Mannschaften spielst, die selber den Ball nicht gerne haben wollen, ja, dann musst du doch die Spieler aufstellen, die wir haben. Und die sind ja definitiv da, die Bock auf den Ball haben und ja, die auch klar am Ball was können. Ja, aber wie wir ja auch schon festgestellt haben, ist jetzt Rotation nicht das Mittel der Wahl unseres Trainers, sondern halt eher so, ich habe eine Mannschaft, ich habe vielleicht mal einen, den ich irgendwie ein bisschen austausche, und ansonsten ist es halt meine Elf für 34 Spieltage. Aber ich check nicht, was du machen musst, um da reinzukommen. Also letztes Jahr war zum Beispiel So der Lieblingsspieler von Hütter. Der konnte ja machen, was er wollte, der hat einfach immer gespielt. Ja. Und jetzt spielt er einfach nie und Ilsanker ist der neue So. Ja, check ich auch nicht. Bin ich vollkommen bei dir, ist schwierig. Also, ne, also was machen die denn im Training? Holen die Kaffee oder was? Ich weiß nicht, vielleicht hat er irgendwie aus Versehen
weiß ich nicht, Curry anstatt Zimt in den Kaffee gekippt. Spoiler, ist mir übrigens auch schon mal passiert, schmeckt nicht. Und ist deswegen jetzt irgendwie für 34 Spieltage raus oder so, keine Ahnung. Weiß nicht. Ist auch schwierig, das jetzt von ja, ich finde eigentlich, was First Hitter mit Zor gemacht hat, ganz gut. Ich weiß es nicht, also weil im Endeffekt hat er ihm lang genug die Chance gegeben, Zor hat sie halt nicht genutzt so. Ja, in seinem ersten Jahr. Ja, aber das, ja Leute, chillt mal, das Jahr ist ja auch nicht vorbei, so, also es wirkt jetzt so, als hätte Zor wieder... Ich bin voll gechillt. Kann ja, also ich bin der Erste, der sagt, stell Zor für Ilsanker rein, das ist ja das, was ich mir wünsche, dann hast du zwei im defensiven Zentrum, die kicken können trotzdem. Aber ich finde nicht, dass man Hütter vorwerfen könnte, er gibt den Leuten nicht die Chance. Außer, gut, vielleicht, dass er zu lange an den Leuten festhält, aber auch selbst das kannst du auch irgendwie verargumentieren. Dann für möchte ich an dieser Stelle halt auch nochmal daran erinnern, dass wir auch oft genug irgendwie gesagt haben, der oder der Spieler muss jetzt mal irgendwie für 5 oder x Spiele durchgeschleift werden. Also... Das ist es. Also genau, es ist genau das. Und es ist gut, dass du es nochmal ansprichst. Das ist ein bisschen selbst kritisierend auch und das finde ich auch gut. Ja, weil du brauchst, ist ja auch okay, wenn Leute durchgeschleppt werden müssen. Ne? Aber die Frage ist, inwiefern können sich Dinge entwickeln? Und es wäre doch aber auch kein Problem gewesen, nach der überzeugenden, am Ende überzeugenden Restsaison, die auch ein Chor hatte, den mit in die neue Saison zu nehmen. Dann stellt sich ja halt die Frage, warum ist das nicht der Fall? Hat er so schlecht trainiert oder was war der Unterschied? Was hat jetzt Ilsanker ausgemacht? Wir werden es nicht, wie gesagt, wir werden es, glaube ich, nicht abschließend lösen. Das tiefergehende Problem haben wir ja doch durchaus, finde ich, ganz gut analysiert, dass wir sehen, dass das Offensivkonzept in dieser Schlüssigkeit einfach noch nicht vorhanden ist, um uns wirklich auch dauerhaft mal 3 Punkte gegen Gegner zu liefern, die schwächer sind. Und das schadet uns im Endeffekt in einem Wettbewerb, der nach oben hin offen ist. Weil ich glaube, trotzdem ist es eine Mannschaft, die Eintracht hätte vor ein paar Jahren solche Spiele auch noch 2-1 verloren. Ja, muss man auch mal sagen. Das waren so typische Spiele, die Eintracht, sag mal, unter Funkel immer verloren hat. Jetzt holst du 1 Punkt, hast halt keine 3. Ja, es ist halt so, es läuft alles auf eine Position 12 bis 9 hinaus, gerade gefühlt. Gefühlt, ja. Ja, ich glaube, da war der Punkt, den Basti angebracht hat, wichtig. Wir müssen erst mal gucken, wie sich das in den nächsten Spieltagen entwickelt. Wir sind jetzt noch am Anfang der Saison, es sind jetzt 6 Spieltage gespielt. Wir hatten immer mal in der Vergangenheit gesagt, so ab dem 10. Spieltag kannst du eigentlich eine sinnvolle erste Einschätzung treffen. Da haben wir jetzt noch 4 Spieltage Zeit. Vielleicht hat die Eintracht sich bis dahin überlegt, was sie in diesem Jahr sein möchte. Ja. Marvin, du hattest vorhin die Personalie Hasebe angesprochen und da hatten wir ja jetzt auch nochmal Fragen dazu bekommen. Wir haben eine höhere Frage von Steffen per E-Mail geschickt bekommen und der Sunny2K1 hat heute bei Twitter noch eine Ergänzung dazu geschickt. Ich lese das jetzt einfach mal vor. Der Steffen hat uns geschrieben, Dicker hat ja mal gesagt, dass er auch sehr gerne als defensiver Mittelfeldspieler spielt, dort sogar seine stärkste Position sieht. Ich meine mich auch erinnern zu können, dass wir über diese Situation oder diese Thematik schon mal gesprochen haben. Die Frage geht weiter mit, er wäre vielleicht sogar ein möglicher Nachfolger für Hasebe, Frage. Aber nicht als defensiver Mittelfeldspieler, sondern in der mittleren Position der Dreierkette, weil irgendwann müssen wir den Übergang ja einleiten. Und passend dazu hat der Sonny vorhin auf Twitter noch geschrieben, ist Ilsanker tatsächlich ein Sicherheitsrisiko oder ist es der ewige Makoto vielleicht nicht ein größeres? Hasebe hat dieses Jahr inklusive letzte Saison für einige Fehler drin gehabt, die Tore gekostet haben. Marvin. Deine Antwort. Ich finde tatsächlich, dass er schwächer geworden ist. Das merkst du auf jeden Fall. Ich habe auch das Gefühl, dass er da gewisse Fahrigkeiten drin waren, jetzt auch bei dem letzten Spiel immer mal wieder. Er ist trotzdem, das ist halt trotzdem so einer der besseren Spiele, die wir trotzdem noch haben. Die Frage ist halt, was willst du jetzt? Ne? Ich wäre tatsächlich dafür, dass die Eintracht, und das ist ja genau das, was ich vorhin gesagt habe, die Eintracht muss sich entscheiden, welche Saison sie spielen will. Will sie das Maximum aus den Spielern in dieser Saison herauskitzeln, damit vielleicht aus irgendeinem Grund, und der Grund kann übrigens sein, dass wir wirtschaftlich großartige Schwierigkeiten bekommen, wie fast alle Bundesligisten, wenn sie längerfristig oder viele Bundesligisten, wenn sie längerfristig ohne Fans spielen, dann kann es enorm wichtig sein, doch nach Europa zu kommen. Und wenn es darum geht, nur irgendwie nach Europa zu kommen, um dann vielleicht wirtschaftliche Engpässe einigermaßen zu kompensieren,
dann musst du vielleicht schon sagen, dass du auch weiterhin mit Hasebe spielen musst. Willst du stattdessen aber sagen, naja, mir ist es vielleicht lieb, dass wir im nächsten Jahr dann angreifen, wenn vielleicht irgendwie, was weiß ich, der Impfstoff da ist oder so, ne? Und wir dann vielleicht auch wieder mit Fans angreifen können und dann nochmal wieder richtig durchstarten. Dann könnte ich mir jetzt überlegen, setze ich vielleicht einen Innenverteidiger, wie auch immer der aussehen mag, mit Dika beispielsweise, setze ich den jetzt dauerhaft auf die Position und nehme ein Hasebe raus. Das wäre für mich trotzdem eine Option. Ich weiß nicht, ob das die Frage ausreichend beantwortet, aber das ist mein Take zu Hasebe. Ja, also ausreichend ist ja immer, müsste jetzt der Fragesteller beurteilen oder die Fragesteller, die sind jetzt nicht da. Aber es ist natürlich, wie du schon so richtig sagst, sind wir jetzt eher in so einer Umbruchssaison und bereiten wir alles vor fürs nächste Jahr oder haben wir halt einen gewissen Druck von außen? Ja, das ist unklar. Ich stelle mir dann bei solchen Sachen immer so die Frage, ist das tatsächlich auch etwas, was dann nach außen mehr kommuniziert werden müsste und beraubt man sich damit dann, wenn man es tatsächlich tut, um vielleicht Fans zu beruhigen, so ein bisschen seiner vielleicht Möglichkeiten, weil man es halt eben zu offensiv nach außen bringt? Also das ist dann auch noch so die Ergänzung, die mir dazu noch einfällt. Ja, es ist halt eine große Frage, Dennis. Ja, also ich muss wirklich sagen, die Hasebe-Geschichte muss man ja blöderweise, oder klingt vielleicht jetzt ein bisschen blöd, hat sich ja im nächsten Jahr auch erledigt, denken wir mal, oder? Also im Normalfall, der macht jetzt das Jahr noch, er hat tatsächlich an Qualität verloren. Marvin, du hast das vorhin schön gesagt, da sind einige Fahrigkeiten drin, die man einfach in der Vergangenheit nicht von ihm gekannt hatte. Jetzt muss man erstmal schauen, die Frage ist ja, wie verläuft jetzt auch die weitere Saison? Ich würde auf jeden Fall sagen, wir versuchen es auf jeden Fall erstmal weiter mit Hasebe, weil ich die natürlich muss irgendwann dieser Umbruch her, der aber so oder so im nächsten Jahr stattfinden muss oder im Laufe der nächsten, im Idealfall dann schon im Laufe der Rückrunde, damit es dann einfach im Anfang der nächsten Saison, ja, zumindest nicht komplett ins kalte Wasser geworfen ist. Auch die Idee mit Endika finde ich gut, weil das ist ein Spieler, der braucht dann vielleicht auch wieder eine Perspektive, dass der findet ja momentan nicht so wirklich seinen Platz in dem System. Muss man schauen, im Moment ist er auch, glaube ich, ja eh noch ein bisschen verletzt. Also gucken wir mal, wie das so weitergeht. Ich muss aber tatsächlich sagen, diese ganze Hasebe-Problematik sehe ich eher, auch wenn er jetzt mal den einen oder anderen Fehler gemacht hat, gar nicht so streng. Marvin, du hast, glaube ich, sogar so angefangen. Er gehört ja eigentlich noch zu den Besseren. Und da jetzt zu sagen, ich mache hier einen riesen Umbruch, ich mache da einen riesen Umbruch und da noch. Und dann spiele ich noch eine mit Barkok und Dost ist auch schon so alt und ob der dann wieder Dings. Und wir müssen ja sagen, was mich ja auch an der ganzen Thematik so ärgert ist, wir haben es vorhin mal angesprochen, der Spielplan lag jetzt eigentlich für uns, oh, da kannst du gut punkten, die Spieler, das sind Mannschaften, da musst du eigentlich dreifach punkten, haben wir einfach nicht ausgenutzt. Auch der Kader, Hütter stellt sich hin und sagt, das ist meine Startelf, die finde ich geil, die finde ich super, da haben kaum Spieler gefehlt, außer Kostic, der jetzt eben lange ausgefallen war, aber ansonsten wird da jetzt auch wahrscheinlich, selbst wenn die alle Verletzten jetzt zurückkehren, nicht viel passieren. Trotzdem kann es sein, dass irgendwann ich will es ja nicht beschreien, aber die Stürmer, wir sind ja nicht so groß ausgestattet. Also wenn sich da einer von den anderen zwei Stammstürmern verabschiedet, haben wir eh ein Problem, müssen über Umstellung in der Ausstellung nachdenken und so weiter. Also ich bin kein Freund davon, ein System jetzt schon zu ändern und zu sagen, Hasebe, nur damit wir im Endeffekt nächstes Jahr, übernächstes Jahr vielleicht dann die Früchte davon tragen, dass da ein bisschen mehr Einlaufzeit war für Endika oder sonst irgendjemanden, zu sagen, Hasebe wird jetzt vorab schon rausgenommen und wir probieren da ein bisschen was. Und ich glaube tatsächlich, dass das noch eine Stelle ist, das wird früh genug sich von selbst ergeben. Auch wir kennen ja die Situation auch noch mit Abraham, wurde ja vorhin schon besprochen. Da wird vielleicht auch noch was sich ändern. Also müssen wir einfach gucken, dass wir jetzt nicht zu viel Unruhe dann auch reinbringen, weil es wird sich wahrscheinlich so oder so in der Saison noch einiges entwickeln. Und da habe ich ein bisschen Angst vor. Und wenn dann auch noch der Spielplan so ist, dass du sehr starke Gegner dann in Perioden dabei hast, da glaube ich, haben wir andere Probleme, als uns jetzt dann Gedanken zu machen, ob Hasebe jetzt schon ausgetauscht werden soll oder nicht. Das ist sozusagen mein Take zu der ganzen Geschichte. Damit würde ich sagen, sind die Fragen der beiden erstmal bis hierhin beantwortet. Vielen Dank, dass ihr uns die Fragen geschickt habt. Wenn ihr da draußen Fragen an uns habt, dann gerne per Social Media oder per E-Mail uns zukommen lassen.
Ja, nur ganz kurz. Ja. In der Frage hat ja auch drin gesteckt, wie das mit Endika wäre, defensive Mittelfeldposition. Und ich finde, das ist natürlich ein gangbarer Weg, aber ich glaube halt, ich finde es interessant, aber ich glaube nicht, dass es mitten im Saisonverlauf, und wir wissen ja um diese ganz unklare Position um Endika, gerade bei Hütte, da habe ich noch nicht das Gefühl, dass genau sowas jetzt irgendwie plötzlich stattfindet. Ich würde es eigentlich gerne mal sehen, aber ich kann das einfach noch nicht auf realem Fundament begründen, damit es eine gute Sache ist. Glaube ich auch nicht, ja, wie du sagst, ja. Vor allen Dingen sind wir auf der Position ja gar nicht unterbesetzt. Das wäre jetzt auch noch so ein Punkt, ja. Also tendenziell hätten wir tatsächlich eher auf der Innenverteidigerposition wahrscheinlich eher den Bedarf, da jemanden, der spielerisch auch was kann, noch zu haben, als jetzt auf einer defensiven, also auf Sechser- oder Achterposition. Ja, und dass da die Zukunft einfach Leute wie Endika gehört. Eigentlich ist Endika die Lösung für alle Probleme, die wir angesprochen haben. Ja, vielleicht auch das. Hütte hat das dasselbe, hat niemand, der defensiv denken kann, und wir haben jemanden, der auf jeden Fall auch Fußball spielen kann. Also ja, ich würde es mega feiern. Ich kann mir das richtig gut vorstellen bei dem. Weil der ist ja auch so flexibel, der kann ja auch auf Außen spielen, im Innen spielen, der hat eine gute Spieleröffnung, der ist sehr, sehr ruhig. Also Rode und Dika auf der 6 wäre natürlich mega. Ich würde es gerne mal sehen, aber ich weiß halt nicht, ob es funktioniert. Ne? Aber ich würde es schon sehen. Deswegen müsste man es ja mal ausprobieren und dann wahrscheinlich auch über mal 2, 3, 4, 5 Spiele ausprobieren, um da auch eine verlässliche Aussage zu treffen. Dann sind wir wieder bei der Frage, die wir vorhin hatten. Was will die Eintracht in diesem Jahr sein und was soll die Saison für uns sein? Ist es tatsächlich jetzt dieses Experimentier-Übergangsjahr? Dann kannst du so eine Nummer jetzt fahren. Oder ist es halt dann doch jetzt nochmal, weil wir finanzielle Zwänge haben, etwas, wo wir das maximale Ergebnis noch irgendwie rausholen müssen, dann wirst du so Experimente nicht machen. Ich sehe das gar nicht so krass, dass wir so ein Umbruchsjahr brauchen. Also wir haben jetzt ein paar Spieler dazu bekommen, die brauchen noch ein bisschen Zeit, um fit zu werden. Es gibt definitiv ein paar Spieler, die nächstes Jahr nicht mehr dabei sein werden und da gehören Hasebe und Abraham dazu. Aber ansonsten, glaube ich, ist es ein Kader, mit dem du auch dauerhaft planen kannst, weil du hast für die Spieler, die gehen werden, hast du schon Alternativen mit Ndika und Tuta da. Also ich weiß gar nicht, ob da so ein krasser Umbruch sein muss. Ndika hat schon viel Bundesliga-Erfahrung mittlerweile auf dem Buckel, der ist für meine Begriffe gar nicht mehr so der Kandidat, dem du jetzt irgendwie, keine Ahnung, nicht vertrauen kannst oder den du nicht einfach locker in jedem Spiel auch bringen kannst. Ja, natürlich kannst du den bringen, aber er würde ja dann in einer anderen Rolle arbeiten. Ich meine jetzt nicht Umbruch in Form von den Kader umbauen, sondern Umbruch in Form von Rollen, die heute in dieser Mannschaft existieren, von dem einen Spieler auf den anderen Spieler geben. Dass du halt einen Hasebe einfach konsequent draußen lässt und lässt dafür dann einen Dicker oder irgendwas spielen. So, das bringt dir aber halt eben auch wieder erstmal eine gewisse Unsicherheit in dieses System rein. Das ist halt einfach so. Ja, konsequent würde ich das nicht machen, erst recht nicht am 4., 5. Spieltag. Dann jetzt einfach mal gucken, also ein Hasebe wird nicht 40 Spiele durchmachen. Ja, ich glaube, das wird sich auch ergeben, ich habe schon recht. Im Endeffekt wird man normal nicht mehr durch Verletzungen oder irgendwas dazu gezwungen, Sachen auszuprobieren. Aber Marvin hat es gesagt, ich glaube, das ist leider was wir weiter wegschieben müssen, weil vor Endika auf die 6 rückt, müssen sich schon echt viele verletzen. Wenn Ilsanka draußen ist, dann kommt erstmal Kor, dann kommt vielleicht So, dann hast du die Variante mit Barkok noch. Also ich glaube, Endika ist da jetzt nicht der Top-Favorit. Gerade weil, was René auch sagt, das wäre natürlich ein Experiment, was dir auch gewisse Unsicherheiten geben würde. Also von daher sehe ich das nicht, aber es wäre zumindest sehr interessant. Vielleicht sehen wir es ja mal noch. So, kleine positive Meldung am Rande. Kostic ist wieder im Mannschaftstraining angekommen, hat also die Hürde des Lauftrainings überstiegen, ist jetzt im Mannschaftstraining dabei, wird wahrscheinlich im Stuttgart-Spiel am Wochenende, über das wir jetzt gleich sprechen, noch nicht zum Einsatz kommen oder wenn, maximal irgendwie einwechslungstechnisch, und danach ist ja dann wieder die von uns sehr lang ersehnt erhoffte Länderspielpause, so dass die Hoffnung endlich da ist, dass er danach dann wieder in der Startelf vielleicht sogar stehen wird. Ja. Stuttgart, nächster Gegner. Am Wochenende dürfen wir ran, Samstag 15:30 Uhr. Stuttgart hat am Wochenende gegen den glorreichen FC Schalke ein 1:1 rausgeholt. Großartig. Steht in der Tabelle vor uns, nicht weil sie punktemäßig besser sind. Sie haben exakt die gleiche Aufteilung zwischen Siegen, Unentschieden und Niederlagen, waren aber ein bisschen cleverer, was das Tore schießen bzw. das Tore verhindern angeht und haben einfach die bessere Tordifferenz. Das ist so der einzige Grund.
Ja, was ist denn so euer Take zu dem kommenden Spiel gegen Schalke? Alex, fang du doch mal an. Kannst du alles rausnehmen, gegen was zu Bremen gesagt wurde und gegen Stuttgart nehmen? Also gegen Stuttgart müssen für mich einfach auch 3 Punkte her und es muss irgendeine Idee her, wie wir neben Defensivarbeit auch irgendwas finden, wie wir Tore schießen. Ja, ich ehrlich gesagt reiche es genauso in diese Spielerei rein. Bielefeld, Köln, Bremen, Stuttgart. Ja, voll. Das ist auch ein Spiel, was du gewinnen musst, was du wahrscheinlich dann 1-1 spielst. Also so, ich ordne das auch so ein, weil Stuttgart hat es geil gemacht, die haben in Mainz sehr, sehr beeindruckend gewonnen, was sich im Nachhinein aber auch ein bisschen relativiert hat. So. Also diese guten Leistungen, die Stuttgart da gezeigt hat, und die haben auch sehr, sehr interessante Spieler, die haben sich für mich jetzt wieder so ein bisschen relativiert, weil ich sagen muss, die haben jetzt gegen Köln und Schalke auch nur 1-1 gespielt. Das heißt, die sind in der aktuellen Form mit Sicherheit kein Gegner, der uns Angst machen sollte. Und das will ich auch nicht. Ich will nicht, dass jetzt erzählt wird, ja, Stuttgart ist viel besser als Bremen und da müssen wir mal gucken. Nein, die Eintracht muss in der Lage sein, dort zu gewinnen. Ob das dann passiert, ist die andere Sache. Und wenn wir da unglücklich in der 90. Minute einen Ausgleich kassieren, meine Güte, dann fangen wir auch keine Systemdiskussion an. Ich will aber, dass das Spiel so aussieht, als dass, wenn die Eintracht weiß, okay, wir wollen und müssen hier gewinnen. Und mehr will ich gar nicht. Also ich will wirklich. Und selbst wenn es dieselbe Aufstellung ist und selbst wenn Ilder Kamp wieder spielt, weil er ihn jetzt irgendwie aus Trotz durchschleppen will. Mir egal. Ich will, dass die Eintracht dahin in dieses Spiel reingeht und sagt, okay, wir haben jetzt dreimal gemerkt, dass wir gegen den und den Gegner besser waren, haben es nicht geschafft, dann lass uns das heute machen. Oder dass die Mannschaft auch das Vertrauen hat, in die eigene Stärke zu sagen, okay, wir sind besser, dann lass uns das jetzt mal hier richtig durchziehen, weil eventuell nur Nuancen gefehlt haben. Da will ich die jetzt gegen Stuttgart sehen, ehrlich gesagt. Ja, sehe ich ganz genauso. Das ist ehrlich gesagt die letzte Möglichkeit, die wir haben, hier in nächster Zukunft relativ nicht, es wird nicht leicht. Und Stuttgart ist echt nur für mich eine ordentliche Mannschaft, trotzdem Aufsteiger. Ne? Also es ist eine gute Mannschaft, alles schön und gut, aber wir müssen uns jetzt auch nicht in die Hose PB machen jetzt, nur weil Stuttgart jetzt einigermaßen akzeptable Saison spielt. Das muss eigentlich für die Eintracht drin sein, hier 3 Punkte zu holen. Und das will ich auch in dem Ehrgeiz und das will ich in der Galligkeit sehen. Und irgendwie müssen sie es hinbekommen. Und selbst wenn sie irgendwie, was weiß ich, früh in Führung gehen und halten das Ding, dann haben sie auch 3 Punkte geholt, dann ist mir das mir egal. Aber das ist eine Möglichkeit, relativ easy die Punkte zu holen. Relativ, wirklich nur eine relativ. Aber gegen Red Bull wird es schwieriger. Weiß nicht genau, wie Union dann später drauf ist. Dann gegen BVB ist wieder schwieriger. Und dann kommt erst Wolfsburg wieder, wo ich sage, da ist es möglich, aber es ist trotzdem weniger leicht möglich als gegen den BVB. Deswegen, das muss ganz klar sein. Ja, das ist auch so, eigentlich weil, fast nicht gesagt, mehr hinzuzufügen. So, ne? So ein bisschen muss die Eintracht auch von diesem, ich fand der Auftaktspielplan war eigentlich gut für die Eintracht, der hat es halt nicht genutzt und dann musst du es halt jetzt machen, meine Güte. Also fertig, wenn du jetzt in Stuttgart gewinnst, bist du glaube ich auch wieder einigermaßen auf Kurs und dann, ja, Marvin hat es gesagt, dann hast du Spiele gegen Leipzig und Dortmund, die kannst du nicht einplanen, dann musst du es halt holen. Du musst, ganz ehrlich, wir haben jetzt die wirklich sehr detailliert diskutiert und ich finde auch, dass da viele Lösungsansätze dabei waren. Aber wenn ich jetzt schon wieder an das Unionsspiel zum Beispiel denke, denke ich auch wieder an das letzte Unionsspiel, wo es genauso war, weißt du? Also die Eintracht war in einer wirklich guten Position, die hätte sich in eine sehr gute Position bringen können und verliert dann gegen Union. So. Das heißt, dieses Problem ist schon länger da und ich will, dass das jetzt weg ist. Ich will, dass die Eintracht eine Mannschaft ist, die weiß, wenn sie besser ist und nicht irgendwie da so mal gucken und dann haben wir mal da und so. Nee, ja. Fahr bitte, kommunizier es auch. Mach Pressekonferenz, sag, wir spielen Stuttgart, wir sind der Favorit, wir wollen da gewinnen, fertig. Punkt aus, fertig. Ihr habt es aber doch jetzt, eigentlich ist ja so ein bisschen die Frage, dieses Spiel jetzt gegen Stuttgart. Ich glaube, Basti, du hast gesagt gehabt, wenn du da jetzt gewinnst, ist wieder alles in Butter, alles ist prima, alles in Glück. Nee, das nicht, das aber ist ja es so ist zumindest alles in Ordnung. Muss man doch schon sagen. Also es ist ja schon so, dass dann erstmal wieder alles, was wir hier auch, wir haben uns jetzt hier eine Stunde lang ausgekotzt, weil wir sagen, so ein Mist, es geht nichts nach vorne. Auch gegen Bremen hättest doch, wir haben es ja vorhin schon gesagt gehabt, wenn hier das Tor nicht zurückgenommen worden wäre, abseits wären nicht gewesen und so weiter und so fort, hätten wir da wahrscheinlich auch gewonnen. Gegen Köln war es auch an der einen oder anderen Stelle, wie gesagt, das ist so, ich glaube, das würde so einen leichten Mantel wieder drüber legen und würde sagen, ah ja, okay,
ich hoffe ja, dass trotzdem dran gearbeitet wird, auch wenn wir da jetzt gewinnen. Trotzdem muss ich sagen, ich hoffe, es wird ein reingewirktes irgendwie 1-0 und wir gewinnen. Und trotzdem sieht jeder, boah, diese spielerische Klasse nach vorne ist überhaupt nicht da, immer noch nicht. Es ist das Offensivkonstrukt steht einfach noch nicht. Hier muss viel gearbeitet werden, anstatt dass jetzt ein Kantersieg kommt und wir da Stuttgart wegblasen. Das wäre, glaube ich, fatal, weil einfach es überhaupt nicht das zeigen würde, was da momentan stattfindet. Wir haben es ja genau, deshalb haben wir uns hier in einer Stunde aufgeregt, weil wir sagen, es fehlt einfach die Offensividee und wir brauchen die gegen Leipzig nicht unbedingt, da werden wir eher gucken müssen, wie agieren wir da, wenn der andere das Spiel macht, der Gegner das Spiel macht. Gegen Union kann ich es mir dann schon wieder vorstellen, dass das Spiel auch bei uns dann liegt. Und da muss man einfach gucken, es wäre schade, wenn wir jetzt dieses, ich sag mal, Gefühl, was ja jeder jetzt hat, und zwar, oh Gott, da muss ich dringend was ändern, im Sinne von, da muss offensiv einfach eine Idee her, jetzt durch irgendein Spiel, was dann jetzt einmal ein Ausschlag nach oben ist, für die anderen Spiele dann vielleicht ein fatales Zeichen ist. Also ich hoffe einfach, wir gewinnen natürlich. Trotzdem hoffe ich, dass man auch wieder sieht, dass da sich einiges noch tun muss. Weil ich glaube nicht, dass wir es innerhalb von der Woche jetzt vom System her so umstellen können, dass das jetzt ja, ich sag mal, jetzt so fruchtet, wie wir uns das vielleicht alle wünschen. Oder sehe ich das jetzt einfach schon wieder zu schwarz? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch einfach schon zu deprimiert wieder. Ach, schwierig zu sagen. Also, ich glaube, es ist halt wirklich eine Frage, wie das Ergebnis dann am Ende zustande kommt. Ja, wenn das natürlich wieder so ein total out of the blue Siegergebnis für die Eintracht ist, dann hast du damit halt am Ende eigentlich auch nichts gewonnen. Wenn aber eine gewisse Entwicklung jetzt da zu sehen ist und so ein bisschen mehr Sicherheit und Klarheit da ist, dann ist es, glaube ich, schon erstmal wieder in Ordnung. Aber wie du schon so richtig sagst, du wirst jetzt nicht dieses System einfach in diesen 5 Tagen, die wir jetzt noch haben, oder 3, 4 Tagen, wirst du jetzt nicht das komplette System da auf links drehen. Insbesondere Hütter nicht, muss man ja auch dazu sagen. Da hält er ja auch dran fest, was ja auch gut ist. Was ja prinzipiell auch okay ist, wenn er da eine gewisse Idee hat, mit der er da agieren will, sie ist halt für uns noch nicht ersichtlich. Und das muss halt irgendwann dann rauskommen. Das ist ja das, was Basti vorhin auch gesagt hat. Ja. Ja. So, dann lassen Sie jetzt mal auf die Aufstellung gucken gegen Stuttgart. Abwehr. Trapp im Tor ist klar, brauchen wir nicht mehr drüber reden. Abwehr. Ich glaube, das Gleiche wie letzte Woche. Werde ich auch nichts ändern. Hinti, Hasebe, Abraham ist notiert. Ja, auf Außen werde ich auch nichts ändern. Zuba, Touré. Ja. Ja, Rode. Rode und Chor würde ich mir wünschen. Aber gehe ich auch ehrlich gesagt davon aus. Also ja. ich gehe davon aus, dass er Chor stellen wird. Ich würde Zoe mir wünschen, aber ich glaube, dass Chor von Anfang an spielen wird. Durch die Einwechslung gegen Bremen und die durchaus akzeptable Partie von Chor sehe ich ihn da auch in der Führungsrolle, ja. Okay. In der Favoritenrolle, meine Güte. Aber ihr wisst, was ich meine. Führungsrolle auch, kann er auch machen. Kann auch rumschreien. Führungsrolle kann auch, also ja. Ich glaube, ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass er auch, wenn, je nachdem, was er da sagt, auch mehr Gehör findet als manch anderer vielleicht. Ja, ich bin, und würdet ihr, ja, okay, jetzt heißt, okay, machen wir es so. Und rechts Touré oder hat Alex da eine andere Idee? Ich würde vielleicht tatsächlich auch so starten und aber direkt zur Halbzeit auch schon wechseln. Weil ich glaube, dass weder Barkok noch Younes schon fit sind für durchzuspielen. Und dann vielleicht tatsächlich auch so ins Rennen gehen. Gegebenenfalls Touré durch Barkok ersetzen, aber mit Zuba auf jeden Fall auch anfangen. Ja. Das fand ich auch so ein bisschen, das hat man jetzt im Spiel gegen Bremen wieder ganz gut gemerkt und auch schon bei den Bayern-Spielen davor. Younes hat seine Kreativmomente, aber wenn der wirklich mal so 10 Minuten gerannt ist, was dann ist er schon platt, ja. Im Vergleich zu vielen von uns wahrscheinlich sowieso schon irgendwie 3-mal mehr ist, dann ist der schon ziemlich durch. Also wenn du da sagst, der soll von Anfang an und dann so eine komplette Halbzeit da durch, weiß ich nicht, glaube ich, ist echt zu früh. Kamada, ja oder nein?
Und wenn nein, was wäre die Alternative? Mein Gesetzt-Spieler. Dein Gesetzt-Spieler. Ja gut, wenn Alex den setzt, dann können wir da ihm ja nicht widersprechen, oder doch? Bitte. Traut sich jetzt gar nicht. Also prinzipiell würde ich ja gerne mal Younes auch auf der Position sehen, aber ihr habt schon richtig gesagt, in der Startelf nicht. Ich hoffe vielleicht, dass da mal ein Wechsel auf der Position stattfindet. Also dass Kamada mal rausgeht zur Halbzeit, wenn er die Leistung nicht bringt und Younes dann mal aber sozusagen eigentlich hinter den Spitzen agieren darf. Ist doch voll die geile Situation. Wann hatten wir denn mal so eine Situation, dass wir eine Aufstellung gemacht haben und da schon sagen, wir können auf der Position wechseln, wir können auf der Position wechseln, auf der Position kann Younes mal spielen, auf links kann Kostic auch wieder mitspielen. Also du hast auf den Offensivpositionen hast du jetzt schon drei Alternativen, die du auf der Bank sitzen hast, völlig die du recht, safe Alex, reinbringen kannst. Ja. Das zeigt doch eigentlich, dass der Kader gut genug ist. Da ist doch Potenzial da. Und vor allen Dingen so unterschiedliche Spielertypen, die du auf die Positionen schicken kannst, die dir ein komplett anderes Flair geben. Eigentlich finde ich unseren Kader geil. Wir machen nichts draus. Ja, finde ich gut, gutes Statement. Also es wird zu wenig draus gemacht. Aber vielleicht gehen wir jetzt mit dieser Aufstellung rein und ansonsten wechseln wir wieder. Und vielleicht zeichnen sich die Wechsel dann dadurch aus, dass sie wirklich mal noch mehr positiven Akzent setzen. Ich schwanke auch mittlerweile. Ne? Wir haben eben über Kamada gesprochen. Das ist ja auch zu Recht dein Gesetzesspieler, Alex. Ne? Die Leistung, die er zuletzt grundsätzlich erstmal abgeliefert hat, auch wenn für mich trotzdem einige Schwächephasen da sind. Aber Younes, er schart mir den Hufen, liebe Leute. Und ich glaube, da ist noch ganz viel Potenzial da. Und wenn Kamada nicht merkt, dass da jemand mit den Hufen schart, dann sieht es ganz plötzlich so aus, dass Younes da steht und ihm den Rang abgelaufen hat. Ja. Und ich glaube, Sturm ist auch eine relativ klare Sache. Da haben wir einfach wenig Alternativen. Da wird es wieder auf Silva und Dost hinauslaufen müssen. Also wenn wir mit zwei Spitzen spielen wollen, dann ja, genau. Ja, also dieses Einspitzensystem hatten wir relativ häufig und da fand ich, sahen wir jetzt auch auf lange Sicht gesehen nicht so gut aus. Die zwei Stürmer da vorne macht schon mehr Sinn, meiner Meinung nach. Okay, dann nehmen wir das jetzt mal so als Aufstellung hin und dann dürft ihr jetzt mal Ergebnistipps loswerden. Marvin, du bist hier der Erste in der Liste. Ja, 0-0. Stimmt, oh. Ich bin einfach volle Motivation hervor. Ja, jetzt aber die wichtige Frage, Marvin, ein interessantes oder ein richtiges ätzendes 0? Ich habe irgendwie das Gefühl, dadurch, dass ich immer wieder will, dass die Eintracht performt und dass ich das jetzt schon ein paar Mal irgendwie schlecht abbekommen habe, ja, wo ich das Gefühl habe, okay, da war viel zu wenig gegen Bremen, war ich enttäuscht, war gegen Köln enttäuscht. Mittlerweile mache ich mir jetzt einfach mal präventiv wenig Hoffnung, präventiv Pessimismus siegt heute mal. Deswegen denke ich 0-0, ein tröges 0-0. Und wenn sie mich positiv überraschen, freue ich mich darum. Okay. Ich wünschte, ich könnte von dir lernen. Basti, hast du einen Gegentipp? Nee, ich glaube, dass das zwei Mannschaften sind, die sehr gerne 1-1 spielen. Und ich tippe auch 1-1. Alex, du musst es jetzt rausreißen, Mann. Alter, ich komme mir gerade so dumm vor, so wie das kleine Kind, was noch an den Weihnachtsmann glaubt und gerade total entsetzt ist. Ich glaube, wir hauen Stuttgart weg. 3-1. So. Aha. So, sehr schön. Da ist er, der Weihnachtsmann. Da ist er, die Weihnachtsfrau, hervorragend. Ach, Mann. Dennis, bist du Team Weihnachtsmann oder bist du eher Team Zweckpessimismus? Ich gehe auch in Richtung Weihnachtsmann, aber es ist, glaube ich, tatsächlich einfach ein 1-0. Irgendwas Glückliches, wie gesagt, es hätte ja schon fast gegen Bremen gereicht, also schauen wir mal. Also Alex hier mit Weihnachtsgeschenken, Dennis spekuliert noch so ein bisschen auf Nikolaus und macht erstmal nur kleine Geschenke. Komm, aber bei dir gibt es die Zahnfee, oder? Komm. Also 0-0 und 1-1, also unentschieden auf gar keinen Fall. Ich bin schon eher für Sieg und auch tatsächlich mit ein bisschen mehr Tore, aber ich glaube, wir kriegen auf jeden Fall wieder welche rein. Ich hätte jetzt 3-2 gesagt. So, das letzte Mal, als ich hier so euphorisch raus bin, haben wir 5-0 von Bayern auf den Sack bekommen. Ich bin gespannt. Sehr gut. Ja, gut, aber wir haben alles drin jetzt. Ne? Ja, also ich habe auch in so eine Rage geredet und mir dann gedacht, oh, die Eintracht ist so geil. Also hier geht voll was. Wenn es läuft, dann sind wir, glaube ich, alle zufrieden. Und wenn es nicht läuft, dann bist du halt einfach schuld. Relativ einfach. Alex, aber festzuhalten bleibt, Stuttgart ist nicht Bayern. Das ist schon mal wichtig. Also gerade wenn wir die letzten Spiele angeschaut haben, ich habe es nur in Zusammenfassung gesehen, aber da müssen wir uns, glaube ich, nicht so viele Sorgen machen. Ja,
Dann klatscht, wenn das so passiert, dann klatscht es aber keinen Beifall. Liebe Leute, ich mache mich schon mal ab hier. Ich muss noch einiges erledigen. Hat mich sehr gefreut auf jeden Fall. Ne? Alles klar. Gleichfalls. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Ja, tschüss, tschüss. So, dann kommt jetzt die obligatorische Frage an euch da draußen. Habt ihr einen Dummschwätzer oder gehen wir direkt straight zu den Empfehlungen? Boah, das sind, ich werde jetzt keinen Dummschwätzer. Maskentipps gehen. Maskentipps? Gut, dann gehen wir zu den Empfehlungen und dann brauchen wir einen Jingle, der läuft hier. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. So, dann haut mal raus, was habt ihr denn empfehlungstechnisch hier so am Start? Ja, ich darf ja laut Jingle nicht. Doch, du darfst. Nein, ich habe auch gar nichts. Ja, komm, erst hier rummoppern und dann nichts haben. Also, das geht ja mal gar nicht. Dennis, du hast aber doch was, oder? Ja, tatsächlich habe ich eine Empfehlung. Aber es ist eine Empfehlung, die ich empfohlen bekommen habe. Deshalb kann ich selbst mir noch kein hundertprozentiges Bild davon machen. Es klang aber sehr interessant. Und zwar das Buch Das Gesetz der Ansteckung von, wie nennt sich der gute Mann denn? Adam Kucharski, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob er sich so ausspricht. Ansonsten Entschuldigung dafür schon mal. Nein, sehr, sehr interessantes Buch, zumindest aus den Rezensionen, was ich so mitbekommen habe, beschäftigt sich mit Pandemien, Börsencrashs und Fake News, was sie sozusagen gemeinsam haben. Versucht das an verschiedenen Modellen sehr einfach darzustellen. Interessant ist auch, das Buch ist vor Corona entstanden. Also es war jetzt nicht, dass er gesagt hat, oh, jetzt will ich hier ein bisschen Geld verdienen und mach mal ein Buch zur passenden Lage, sondern es ist wohl ja im Endeffekt schon lange vorher in Vorbereitung gewesen. Beschäftigt sich sehr viel auch mit, woher kommen eigentlich diese ganzen Zahlen, die wir heute kennen oder diese ganzen Ausdrücke und die Systeme dahinter, zum Beispiel Reproduktionszahl. Also das war alles, was wir klassisch heute aus den Medien kennen, wird da so ein bisschen dargestellt. Und er macht es so, ja, auch auf eine witzige Weise teilweise, dass er sagt, wir setzen diesen ganzen Ansteckungsmechanismus auch mal in anderen Teilbereichen um. Das ist zum Beispiel diese Börsencrash-Thematik. Warum dauert eine Pandemie? Im Klassischen erlebt eine Pandemie mit einem Angesteckten nach 50 Tagen ihren Höhepunkt und läuft nach 80 Tagen aus, selbst wenn nicht alle sich angesteckt haben in dem Bereich. So ist wohl der klassische Ablauf. Und das kann eben nicht eins zu eins auf Börsen angewendet werden, weil die Leute, auch wenn sich schon sehr viele angesteckt haben, trotzdem noch irrsinnige Sachen machen. Also sind viele, viele witzige Sachen dabei, viele witzige Vergleiche und ich glaube, dass da wirklich für den einen oder anderen, der sich auch trotzdem, ich sag mal, ein bisschen weiterbilden will, weil es schon auch sehr theoretische Darstellungen, wie funktioniert eigentlich was, Erklärungen dazu liefert, die einem vielleicht im Alltag gar nicht so klar waren und die einem aber trotzdem für das Verständnis von den Alltagsnachrichten, denn da wird ja mittlerweile, wenn ja sehr, sehr viele Fachbegriffe auch in so einer Kurzzusammenfassung genutzt, wo jeder sagt, okay, was wurde da jetzt eigentlich erzählt, kann das vielleicht weiterhelfen. Also wie gesagt, die Rezensionen und so weiter, sobald ich selbst durch habe, kann ich ja nochmal ein Feedback dann dazu geben am Ende oder auch die anderen. Aber klang auf jeden Fall interessant, kostet glaube ich so um die 26 Euro. Ja. Sehr schön. Passend dazu, der Marvin hat ja auch noch ein Buch reingeschrieben mit dem Titel Digitaler Faschismus. Als Empfehlung, ich kann da jetzt nicht viel zu sagen, aber ja. Wenn Marvin Bücher empfiehlt, dann ist da auch immer was Gutes dabei. Basti, ja. Was hast du denn? Ich überlege gerade, habe ich denn so das Bücher, die ich gelesen habe, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ich weiß nicht, ob ihr es schon empfohlen habt, aber das Buch von Christoph Biermann über Union Berlin, nee. Wo der ein Jahr dabei war? Nee, hatten wir noch nicht. Das ist mega. Ja, ich glaube, Wir werden ewig leben, heißt es von Christoph Biermann. Der hat tatsächlich ein Jahr lang diese erste Bundesliga-Saison von Union Berlin, war der einfach immer bei der Mannschaft dabei, wie so eine Art Betreuer. Okay. Und berichtet darüber in diesem Buch. Das ist sehr, sehr interessant, weil es halt echt ein geiler Insight ist. Von dieser Mannschaft. War der nicht im Doppelpass oder so?
Weil irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ich glaube, ja. Ja, ich glaube, der war im Doppelpass. Heißt auf jeden Fall. Und was habe ich, was für Leute, die keinen Bock haben zu lesen, kann ich auf Netflix The Queen's Gambit empfehlen. Das ist hier so eine Miniserie, ich glaube 7 Folgen hat es. Von so einem, Verfilmung von so einem Roman aus den 80ern, glaube ich. Okay, der Titel sagt mir irgendwas. Da gibt es so eine junge Schachspielerin, das ist eigentlich echt eine geile Serie. Ja, 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 da habe ich letztens irgendwelche Kritiken von gelesen, der soll extrem gut sein, ja. Die habe ich am Sonntag komplett weggeknippelt. Okay. Nicht schlecht. Ja, Serienempfehlungen gerade wieder sehr, sehr willkommen. Ja, ja, ansonsten habe ich nichts zu empfehlen. Ich werde jetzt hier CNN laufen lassen. Und mal das schauen. Auf jeden Fall. Noch nicht richtige Empfehlung, aber etwas, worauf ich mich unwahrscheinlich freue, da hatten wir, glaube ich, auch noch nicht drüber gesprochen, war, als vor, ich glaube, ich jetzt auch schon irgendwie anderthalb Wochen her, angekündigt wurde, dass Dexter, die Serie, für so eine Mini-Staffel zurückkommt. Auf der einen Seite freue ich mich da riesig drauf, weil ich diese Serie sehr geliebt habe. Auf der anderen Seite habe ich unwahrscheinlich viel Angst davor, dass das wieder so eine irgend so eine Idee ist und die es richtig verkacken. Ich sehe schon. Ihr geht da, ihr seid da nicht keine Dexter-Fans. Kann leider nicht. Helfen. Bis jetzt noch nicht, aber vielleicht komme ich ja irgendwann mal dazu. Ja. Dann, wenn man Marvin mal braucht, ist er nicht da. Hervorragend. Habt ihr mal Mandalorian gesehen? Ja, was hier los jetzt? Ja, natürlich. Oh, noch nicht die 9 Folgen, nein. Ja, aber also ich wohne mit einem großen Mandalorian-Fan zusammen und ich muss echt sagen, ich muss mich durch jede Folge durchquälen. Musst du? Nee, musst du gar nicht, die sind gut. Es geht immer um dasselbe. Mando fliegt zum nächsten Planet, irgendwas passiert, er kämpft gegen wen, er gewinnt. Ah ja, er hat ja noch eine Überaufgabe, nämlich das Kind zu seiner Art zurückzubringen. Ja. Das ist so... Okay, ich kann dir jetzt sagen, was in der nächsten Folge passiert. Wir fliegen zum nächsten Planeten, kämpfen gegen irgendjemanden, gewinnen und wir müssen das Kind noch zurückbringen. Das ist so... Wie viele Folgen sind denn von der neuen Staffel schon veröffentlicht? Eine. Was ist denn das? Eine. Mandalorian kommt aus Yoda, Star Wars. Yoda ist Baby. Ja gut, da bin ich komplett raus. Mach's gut, meine lieben Freunde. Och! Ich weiß überhaupt nicht, was das ist, Alter. Mandalorian war in den Star Wars Filmen der Kopfgeldjäger. Alter. Ist das der mit den spitzen Ohren? Nein, das ist Yoda. Das genau, ist, aber der ist als Baby dabei. Der ist als Baby dabei. Und der als ist 50, ich mein, 50-jähriges Baby. Ach, das ist das, wo die Leute immer das so lustig finden, wenn die diese Sprache nachmachen. Ja. Ah. Jetzt du verstanden hast. Ja. Wow. Ja. Ich find, jeder, wie er mag, sage ich da ganz gerne. Dann empfehle ich jetzt nur, um Alex zu ärgern, The Mandalorian Staffel 2. Sehr gut. Ich empfehle, Zurück in die Zukunft zu schauen. Da gibt es einen DeLorean. Ja. Auf jeden Fall. Sollte man auch viel öfters gucken. Ja. Zurück in die Zukunft tatsächlich. Und ich habe es ja, glaube ich, auch schon mal getwittert. Und irgendeiner hat es auch getwittert. Man sollte mal schauen, wie der Vater von Marty McFly aussieht und an welchen Eintracht-Spieler euch das erinnert. Ja. Liebe Grüße. So, jetzt habe ich auch nichts mehr. Jetzt gucken wir mal, dass... Genau, jetzt gehen wir Daumen drücken, dass dann doch noch Menschen mit Verstand wählen gehen und das alles irgendwie... Hm? Doch nicht da. Hang doch die Diskussion jetzt nicht an. So, Entschuldigung. Will ich auch. So, wir machen jetzt hier Schluss. Wir wünschen euch da draußen eine schöne Restwoche. Freut euch auf ein hoffentlich gutes Fußballspiel am Wochenende. Die Alex hat ja vorher gesagt, dass das ganz großartig wird, weil Stuttgart ist ja nicht Bayern, wie Dennis festgestellt hat. Deswegen wird das ganz wundervoll. Es gibt jede Menge Tore. Egal, wie das Spiel ausgeht, wir werden in der nächsten Woche wieder hier darüber sprechen. Wir wünschen euch bis dahin viel Spaß und macht's gut. Ciao. Tschüss.